der Dalil kann unterstützen, das was, also kann tragen, das was Imam Sheikh Mus'ab sagt. Und deswegen ist auch, verstehst du? Man, der so bleiben möchte, Khalas soll so bleiben, und der bewegen möchte, soll er bewegen. Also, verstehst du? Solche. Deswegen, für mich ist das am Ende der Hadith, ist ja ein, letzten Endes tut das jetzt nicht so Sache. Also, selbst weil der Hadith so oder nicht so, ist ein guter Hadith, alles gut, aber verstehst du, es ist Kalam in dem Hadith, letzten Endes der Hadith bringt uns nicht weiter. Das ist nicht unsere Thematik jetzt. Wenn wir inshallah in Mustalah anfangen, inshallah, dann all diese Sachen für uns werden dann diese Verständlichkeiten, da muss man nicht gar nicht drüber reden. Du liest den Hadith, du guckst dir die Tachrij von Hadith und du guckst, wie die Muhaqqin, die Ulema von Kalam, von Nahl al-Rijal, die Überlieferer dann beobachten und bewerten und so weiter und so fort, wie Imam Zahabi, wie all diese Leute. Und guckst du dann, was die sagen, auch in diese bei der einen oder anderen, und dann du selber als Talib willst schon selber verstehen und geben Daraja von den Hadith, ob du es nehmen kannst oder nicht nehmen kannst. Weil am Ende, das bleibt in deiner Amanat. Das ist individuell, deine Amanat jetzt. Ob wie du jetzt, weißt du, mit allem, was du hast, ob du dann Taqlid machen würdest oder ob du den Ilm weitergeben würdest, was ich meine. Und das ist, was der Unterschied macht zwischen Talib Ilm und Zuhörer. Talib al-Ilm ist jemanden. Können wir diese Flasche vielleicht hier hinstellen, anstatt dieses Ding hier, weil ja, das ist hier nicht stabil. Der wird hier nicht gebraucht. Da kann man die Flasche noch durchgucken. Genau, da kann man die Flasche so hier hinstellen, da kann man durchgucken, genau, wie man es so haben möchte. Das ist ein bisschen zu groß. Nee, alles gut. Surahma ist ein Baum in Jannah, was auch immer für ein Tafsir die gesagt haben. Auf jeden Fall, Allah weiß, was das ist. Al-Ghuraba sagt dann, wer sind die Fremden, ja Rasulallah? Sagt al-Salam, das sind die Leute, die nach dem Zaman, Ende der Zeit, reparieren das, was die Menschen kaputt gemacht haben. Es geht nicht um Gebäude. Definitiv nicht. Also mit allem Respekt für Maurer und so, ne? Also, so ist das nicht. Aber hier geht es nicht um diesen Bau. Hier geht es um zu reparierende Struktur von dem, was die Menschen komplett mit dem Fuß getreten haben. Und das ist unsere Arbeit, das ist unser alles wieder gerade zu stellen. Das ist so schwer. Ja, Allah gibt den Unterschutz. Ja, Allah. Allah Ta'ala bringt seinen Dien da, wo er haben will. Deine und meine Aufgabe ist nur, seinen Dien auszurichten. Das meine ich. Das ist unsere Aufgabe. Ja. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir sind das letzte Mal gestoppt bei الإيمان واحد. الإيمان واحد. واحد. إيمان واحد haben wir gesagt, weil die Murji'a von Fuqaha gesagt haben, das Iman ist in zweierlei. قول وعمل. Oder نية وعمل. Nicht nur, und wenn Amal fehlt, bleibt immer noch den Qawl, die Aussage. Dann bleibt er immer noch Muslim. Top. Egal was er macht. Bis, wie wir gestern erklärt haben, 1, 2, 3, 4. Über Imam Tahawi befestigt. Und wir haben schon gesagt, dass Imam Tahawi am Anfang des Buchs der Sanad gebracht hat, bis die zwei Schuyuch von Mazhab al-Hanafi. Muhammad al-Hassan bin Yusuf. Er hat Sanad Muttasil, das heißt, das, was er aussagt, war der Aqida von diesen Leuten, denn er war der Schüler von denen, über ein oder zwei Generationen. Ja? Über der Aqida ist von Ahl Sunnah, von Anfang an war, dass der Iman nicht zu teilen ist. Iman ist ein Stück. Es ist genau wie eine Währung, die zwei Seiten hat, aber das ist eine Einheit. Kannst du nicht trennen. Ja? Und das ist sahih. Wenn Rasulullah sallam sagt in dem Hadith, ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Was im Herzen was im Herzen
liegt und was die Taten bezeugen. Deswegen sagen die Ulama, jede Tat, die du tust, wenn du siehst da drinnen, wo waren wir? Jede Tat, die du siehst. Jede Tat, die du, ich weiß es nicht mehr, wie der Zusammenhang. Der Hadith. Jede Tat, was du tust, beschreibt ein Herz, ein Herzzustand. Heißt was? Es, wenn dein Körper sich bewegt zu einer Sache, die verboten ist, den du weißt, dass die verboten ist, dann das heißt automatisch, dass in deinem Herz drin ist ein Problem. Yani, wenn ich meine Augen nicht schützen kann, ich versuche, ich komme nicht hin. Aber wisse, dass das ist eine Indikation, dass in deinem Herz eine Infektion ist. Versteht ihr? Über Iman ist das, was wir beabsichtigen und was wir vorhaben. Umar al-Khattab sagte, als er Khilafa übernommen hat, sagte es zu den Leuten, und wisst, dass die Zeit von Wahi ist vorbei. Das heißt, das Verborgen wissen wir nicht mehr. Jibril a.s. kommt nicht mehr, Rasulullah ist tot. Aber wisst, wer vor uns Gutes tut, wir werden ihm mit gut belohnen. Und seine Nähe ist bei seinem Herr. Und es soll keine Schlechtes tun und sagen, ich hatte eine gute Absicht. Denn wir haben nicht mit der Verborgen mehr zu tun. Über Umar ibn Khattab bestätigt, dass Taten absolut an Iman hängen. Punkt. Können wir durch diese Aussage des Umar ibn Khattab voll sagen, dass der Iman einstückig ist. Und inshallah, wenn wir in den nächsten Scharh vom nächsten Aqidah-Kitab inshallah machen, wenn wir ein bisschen analytischer dann auch rangehen, dann werden wir diese Adilla alle wieder, ne, wieder kauen und das richtig dann auseinandernehmen, yani intellektuell, funktionell, alles Mögliche, damit wir auch dann verstehen, mehr verstehen von der Matrix, von der Substanz. Drei. Nächste. Und die Gläubigen sind in seinem Ursprung gleich. Der Unterschied erfolgt aufgrund von Angst und Furcht. Und wie stark jeder gegen seine Neigung ankämpft und sich an das Vorrangige hält. Diese letzten zwei sind das, die sichtbare Sachen, wo wir daran bewerten können. Er hat vier Sachen jetzt erwähnt. Die ersten zwei Sachen sind verborgen, das ist nicht unser, wir können da nicht rein. Wir haben keinen Zugang. Uns wurde nicht gesagt, nach die Absichten von Menschen zu suchen. Das ist nicht unser Befehl. Was er wollte, oder ich glaube, das war so, das ist nicht unser, für uns ist verbindlich die letzten zwei Sätze. Wieso? Weil das ist nachher eine Reaktion, die sichtbar ist, wo wir dann darauf agieren können. Wenn es gut, dann mit gut, wenn es schlecht ist, mit schlecht. Versteht ihr, was ich meine? Denn der Unterschied zwischen Muslime gibt es eigentlich an sich null. Alle Menschen, alle Muslime, alle Menschen sind gleich bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wie im Hadith gesagt hat. Alle Menschen sind gleich bei Allah subhanahu wa ta'ala. Die einzige, die ausragend sind, mit die zwei Eigenschaften. Angst und Furcht. Angst ist vor der Rache Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah ta'ala ist muntaqim, ist der Rächer. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf diese Fight. Keinen Bock. 0-0-0. Brauche ich nicht. Ja? Lieber, wenn du Angst hast, weil du weißt, dass die Macht, die dir gegenüber ist, absolut ist, du hast null Chance. Du bist ausgeliefert, denn der Malaika machen, was dem befohlen wird. Das heißt, die geben dir nicht mal eine Pause. Alex?
Aber diese Angst ist berechtigt, absolut berechtigt. Und diese Angst muss jeder Muslim haben vor Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt kommt's. Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal jetzt, wie die Ulama diese Angst jetzt mildern. Das ist der Zusatz Furcht. Wieso Furcht? Weil Furcht ist eine Mischung zwischen Liebe und Angst. Du liebst Allah subhanahu wa ta'ala und fürchtest du dich vor seine Zorn. Khashia und Khauf. Khashia ist? Furcht. Khauf, Angst. Angst. Ja? Ja, du bewegst dich, du addierst zu dieser Angst ein bisschen Liebe. Und ich sag dir, am Ende, wenn du über die 40 ziehst und Richtung 50 kommst, jetzt wirst du feststellen, dass diese Liebe-Linie ist die bessere Linie. Aber die Angst, die du hast, wenn du jünger bist, ist in Ordnung. Irgendwann kehrt sie ganz nach unten tief in dem Herz und du weißt, dass es gut ist. Aber jetzt fängt an, dein Körper oder dein Geist diese Furcht, diese Liebe mitzumischen. Und jetzt suchst du nach die Liebe. Khalas, Angst weiß ich. Jetzt suche ich, wie ich Allah Ta'ala nahe komme und die Liebe denn zu ihm aufbaue. Ja? Aber die Funktion, alle Muslime sind gleich, alle Menschen sind gleich, bei Allah Ta'ala, außer diejenigen, die auf der positiven, also konstruktiven Seite Allah Ta'ala Angst haben und fürchten, aber auch auf der anderen Seite Menschen, die aus Allah Ta'ala seine Befehl herausragen. Ja? Das sind auch eine Zielgruppe. Auch wichtig, dass man die dann auch das beibringt, wie das dann auch funktioniert. Ja? Also, Da'wah machen. Ja? Die Gläubigen sind alle Awliya des Gnadenvollen. Nein. Der Edelste bei Allah ist der Gehorsamste. Nein. Und der sich am meisten am Koran hält. Diese Kalam ist klar, dass wir alle Mu'mine sind Awliyaullah. Alle Gläubigen sind Allahs unter Allahs Freundschaft. Besser so, so ist besser. Ja? Unter Allahs Freundschaft. Also das Frieden ist mit denen. Es gibt keinen Krieg. Ja? Was ist jetzt noch? Awliya Allah. Jetzt hat er aber auch gesagt, weil wir in seiner Zeit diese Bewegung hat angefangen, diese Tasawuf und dieser Sufismus hat angefangen. Diese Gruppierung, Sufiya. Und ihr wisst natürlich, dass die Sufiya natürlich deren Awliya, also so weit so, dass die Awliya beispielsweise im Luft schweben und dass die Awliya nicht beten und die Awliya 100 Frauen haben und die Awliya und Awliya. Wieso ist diese ganze Sache? Weil sie der Meinung sind, dass diese Wali ist schon über Taklif. Also er ist, khalas, Taklif, also Verpflichtung, ist ihn aufgehoben. Er ist jetzt so weit mit Allah Ta'ala, dass er eigentlich alles machen kann, weil Allah Ta'ala ist der Einzige, der jetzt bewertet meine Taten und meine Absichten. Also alle anderen interessiert nicht und ich halte mich nicht an jetzt die Regeln, die Allah Ta'ala gegeben, weil ich ja außer Taklif jetzt bin. Gut, gut. Allah Ta'ala sagt, die Sache ist nicht so. Und sagt, dass die meisten Dost, also Freund Allah Ta'ala ist der meisten Gehorsamkeit Allah Ta'ala erweist. Gehorsamkeit, Leute, beinhaltet Taten und Verbote. Weil Verbot, manchmal sagt man immer Gehorsamkeit und dann denkt man immer, dass man immer von A'mal und Hasanat und... Nein, Gehorsamkeit hat auch mit im Begriff in diese Negativ, diese linke Seite, dass du nicht machst, dieser Haram auch. Das gehört ja auch zu, ja, Gehorsamkeit. Das sind zweierlei. Ich halte mich von Haram fern und ich gehe im Weg der Halal. Und das Zweite ist, und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, denn hier natürlich wäre natürlich besser, dass wenn man gesagt hätte, die Sünde. Es ist ja eigentlich gemeint, ja, aber es ist nicht so herausgehoben. Ja, genau. Dass man muss zwischen die Zeilen lesen, um das zu kalkulieren und dann auf die Sunna zu kommen. Ich hätte, weil am Ende stand
Wal-Quran. Natürlich, wenn er sagt, Wal-Quran heißt natürlich was Sunnah, weil im Quran steht schon das Befehl, Wal-Ati'ullah, Wal-Ati'ur-Rasul. Aber ich hätte dann an der Stelle trotzdem dann die Sunnah so klar dann hoch aufgebracht. Damit die Leute auch dann nicht später dann kommen dann und sagen, na, wir brauchen ja nur sozusagen, na, die Aqidah ist das wie nur der Quran und Quran uns halt. Und das ist natürlich absolute, wie wir wissen. Der Iman ist der Glaube an Allah, seine Engel, Bücher, Gesandten, den letzten Tag, die Vorbestimmung, das Gute und das Schlechte davon, das Süße und Bittere davon ist von Allah. Wir haben Kalam über diese ganzen Sachen schon erzählt. Wenn man überlegt, was ist für ein Vorteil für Menschen, dass die überlegen, dass die jüngsten Tag haben und dass sie vor dem Richter stehen würden. Was könnte für Vorteile geben für die Menschheit? Weil man ja gesagt hat, eigentlich, wir haben hier Gerechtigkeit und wir haben hier Anwälte und wir haben hier Richter und wir können klären und so weiter und so fort. Also ich denke, dass vielleicht im Jahr 20-30% bearbeitet wird von alles, was da an Kläge und da, 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 da. Du hast einen Autounfall, du bleibst 6 Monate oder ein Jahr vielleicht, bis du an einen Termin kommst, dass du zur Verhandlung kommst. Autounfall. Also ich weiß nicht, große Sachen wie das Erbschaft, sondern meistens Erbschaft-Geschichten. Ja. Auf jeden Fall, man lebt und stirbt und das ist nicht geklärt. Ja. Aber jemand ist auf jemanden zugekommen und hat den Kopf abgeschlagen. Das ist nicht geklärt mit diesem System. Das ist nicht geklärt. Selbst wenn er getötet wird, heißt immer noch nicht, dass der andere sein Hak bekommen hat. Dann wer bringt ihm denn sein Hak? Der Opfer. Wer gibt ihm sein Hak? Weil wir haben ihn getötet. Taib, gut, Kopf für Kopf. Aber er jetzt, trotzdem ist Opfer. Wer gibt ihm jetzt sein Hak? Denn wenn kein jüngster Tag gibt, ich weiß es nicht, dann kann ich wirklich nur sagen, dass man muss ohne Gerechtigkeit in diesem Leben leben. Wie viele jetzt auch denken. Wieso? Weil es, wie die Ulema gesagt haben, wenn du sicher bist vor der Strafe, dann machst du, was du willst. Ja, wenn du ein Diplomat bist, dann hast du diese diplomatische, diese Hasane, diese Schutz hier, Immunität. Natürlich bewegst du dich ein bisschen anders als Hasan oder ich, wenn wir fliegen oder wir fahren. Oder, denke ich schon. Ja. Ein bisschen freier hast du ja schon. Keiner guckt dir in deine Tasche, keine, was weiß ich, also du hast ein VIP-Gang. Versteht, was ich meine? Aber letzten Endes, wo war ich jetzt? Vorteile von Yawm al-Qiyamah. Genau. Aber letzten Endes ist, der Opfer hat also einen Hak nicht bekommen. Er hat seinen Hak nicht bekommen. Über das ist absolut wichtig, dass die Menschen verstehen, nichts verjährt, nichts vergeht. Es ist nicht so, tu, was du willst und stirb langsam und stirb easy und tschüss. Das ist nicht so. Weil durch dieses Prinzip, du provozierst die Leute, dass die ebenso handeln, dass keine Richter gibt es, keine zweite Mal gibt es und der Opfer ist weg und gut ist die Sache. Es ist absolut wichtig, dass die Leute eigentlich daran glauben, dass eigentlich Yawm al-Qiyamah gibt, dass jüngste Tag gibt es. Vorteil. Zwei Malaika haben wir gesprochen schon. Ja, diese, das sind ja die Faktoren jetzt hier von Iman, wie im Hadith vorgekommen. Kutub natürlich, die Bücher haben wir auch ein bisschen auch hin dazu gegeben. Rusul haben wir auch da hingegeben und so weiter und so fort. Bei Aulia, bei dem letzten Punkt, der vorherige Punkt, diese Aulia, Allah, diese Sache, gibt es einen Gedanke. Und zwar, ein Nabi ist besser als alle Aulia, die auf der Erde gibt. Ja, weil viele, wir haben dann die Sufia, fangen an zu sagen, dass ihre Shiuch besser als Anbiya sogar sind. Die kriegen ja direkt von Lauh al-Mahfuz. Und der Sheikh macht seinen Mund so auf und isst gerade was. Aber wir sehen nicht, was er isst. Aber er ist von Jannah und erzählt uns. So weit ist das gekommen. Ja? Aber, und wenn du sagst, Rasulullah, was ist Rasulullah? Das ist Sheikh.
Den hat Allah Ta'ala alle Horizonte in seine Hand gegeben, in seine Macht gegeben. Und am Ende, was macht der Penner? Er sagt dann Djinn. Man arbeitet mit Djinn, Geistwesen und was weiß ich, was in der Welt und so fort. Und sein Dien verkauft schon. Weil Djinn wird dich nicht helfen, wenn du das nicht machst. Machen die nicht. Das ist der Anzahlung. Gib deinen Dien ab. Und dann zeigen wir dir was du nicht siehst. Ja? Aber ein Nabi ist besser als Aulia, ganze Aulia-Ort. Wenn Ard voll mit Aulia ist, ein Nabi besser als die alle. Ja? Wegen dieser Kalam von die Sophia damals, dass unsere Schiuch sind besser als die Anbiya und besser als Musa und besser als. Ja? Bei Mohammed haben sie ein bisschen so hin und her, aber manche schon gesprungen. Versteht ihr? Und jetzt sagt er wieder ein Hin zu Qadr, zu Schicksal. Khayruhu wa sharruhu wa hiluhu wa murruhu. Vier Eigenschaften: Gutes, Böses, Süßes, Bitteres. Es gibt in der Schicksal eigentlich außerhalb dieser vier Varianten nichts, außer dass du gelangweilt bist. Das ist vielleicht eine Option. Aber sonst bist du nur in diese vier Zustände, was der Qadr angeht. Entweder bekommst du Sache, die dich schmeckt und die dir gefällt, oder bekommst du Sache, die dich schmeckt, aber gefällt dir nicht, oder Sache, die gefällt dir, aber schmeckt dir nicht. Oder, na, es gibt ja so diese Hin und Her, diese Varianten. Kommst du aber aus diesen vier eigentlich an sich so gar nicht raus. Jetzt, minallahi ta'ala, jetzt gehen wir wieder und sagen, von Allah ta'ala. Das sind aber Taten von Menschen. Wie kannst du sagen, min Allah Ta'ala? Sagen Ahl Sunnah. Min Allah Ta'ala heißt, dass die Taten sind Schöpfung Allah Subhanahu Allah Ta'ala. Was heißt das? Dass die Möglichkeiten des Taten gibt es oder stattfindet, ist vorhanden. Heißt was? Heißt es ein Geschöpf gibt es und ein Umfeld gibt es, wo das fallen kann. Jetzt ab dahin, wo der Schöpfer, wo der Geschöpf hingeht und rechts, und das ist jetzt nicht mehr Allah, sondern er entscheidet jetzt selbst, dass das Wissen von Allah Ta'ala vor ihm ist. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das brauchen wir nicht so klären. Nicht wie die anderen, die gesagt haben, Allah Ta'ala kennt die Taten nur, wenn die fallen. Ma'azallah. Ahlul Bidah. Bevor? Die Möglichkeit, dass Taten gibt es, das Feld gibt es, das Geschöpf gibt es, dass alles vorhanden ist, ist gegeben. Materie funktioniert. Das heißt, es regnet, das heißt, Bäume kommen, das heißt, Ernte gibt es, das heißt, Wind, das heißt, Wasser, das heißt, alles ist da. Die Möglichkeiten, dass Elemente miteinander funktionieren, ist gegeben. Das ist Minallah. Das heißt, in der Urschöpfung. So ist die Schöpfung aufgebaut, konstruiert. Ja? Jetzt, was die Elemente drin tun, ja, ist eine Sache, entweder ohne Willen, das heißt, Tiere, die haben ein Programm, die folgen das nur. Also, Löwe isst kein Gras. Alles fertig. Gras vor ihm, Felder, er fährt das nicht an. Das ist sein System. Er kann nicht Nein sagen. Ja, es gibt aber andere Elemente, der, wenn du vor ihm Fisch machst, das mag kein Fisch. Das ist ein Element, der eigenen Willen besitzen kann. Jetzt heißt, alle Taten jetzt, was er macht, sind seins. Seins im Feld der Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala vorher vorbereitet hat. Ist verständlich der Zusammenhang? Alex sitzt. Aber so funktioniert das, wenn wir sagen, von Allah Ta'ala heißt, so funktioniert das. Das heißt, es wird eine Stier geben, der größere Hörner hat, der ein anderer Stier, der kleinere Hörner hat, stoßen. Das wird passieren. Das kann passieren. Alle diese Elemente können so funktionieren. Gut oder
schlecht. Wie der Betrachter, wie der Betrachter den Weg entscheidet, wo er bewegen will, hier oder da. Und wir haben ja festgestellt, dass eigene Willen hat er ja schon. Er kann ja Nein sagen, mag kein Fisch. Ja? Versteht ihr denn? Diese Qadar-Geschichte, Leute, ist absolut wichtig zu verstehen, wie das sitzt. Weil unser ganzes Leben, haben wir doch gesagt, ist sekundenweise. Diese Sekunde bist du so, nächste Sekunde weißt du nicht. Versteht ihr, Wir glauben an all dies, machen keinen Unterschied zwischen einem seiner Gesandten. Wir bestätigen alle und alles, was sie überbrachten. Na. Diejenige von der Gemeinschaft Mohammeds, also zu diesem Punkt haben wir nicht zu vergessen zu sagen, dass Rasulullah, dass Allah ta'ala diese Familie des Propheten oder diese Linie des Propheten, diese eine Linie von Sayyidina Adam haben wir schon gesprochen, bis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alle haben dasselbe gesagt. Ja. Ja? Wir bestätigen auch dazu, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist, dass die Anbiya erstmal in Stufen sind. Ja, es gibt Leute, Anbiya, die höher bei Allah subhanahu wa ta'ala sind, Anbiya, die weniger als die anderen sind. Das ist Allahs Wahl, Allahs Schöpfung. Er wählt, er weiß. Ja, bei den Geschöpfen genau dasselbe. Er hebt an, er senkt, er macht, er macht das. Das ist seine Sache. Unter die Propheten gibt es die fünf. Ulul Azm, also wie sagt man, die am Thron der Propheten sitzen. Auf diese Thron des Propheten sind die auch in Reihenfolge. Der König von denen oder der Herr von denen ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er hat den Stuhl. Ja, das sind wie das in die Sunna gekommen ist und wie das im Istiqra vorgekommen ist. Plus, dass wir wissen, 100%, dass nach dem Prophet sallallahu alaihi wasallam heißt, gibt es kein Prophet. Das ist sehr wichtig. Dadurch, dass wir verstehen, dadurch, im Tahawi sagt, dass die Risale oder die Anbiya oder die Propheten gekommen sind, haben abgeschlossen mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der letzte Prophet, danach ihm kommt keine Prophet mehr, kommt nur Qiyamah. Warum ist es wichtig? Weil wir haben tatsächlich festgestellt, dass durch die Geschichte mehrere Leute rausgekommen sind und gesagt haben, wir sind Propheten bis unserer Zeit, Muhammad Hassan heute. Aus Jemen neulich vor ein paar Jahren, jemand gesagt hat, ich bin ein Prophet aus Jemen. Ich habe das selber im Video gesehen. Heftig. Ja? Diese Qadianis, diese Ahmad, Ghulam Ahmad in Pakistan und die Qadianiya da, das ist ein Prophet. Und fangen an zu sagen, Khatam ist Khatam und Khatam ist nicht Khatam und was weiß ich. Was ist das für ein Brei jetzt? Wer soll das jetzt essen? Was auch immer. Und sein Propheten heißt, bis der letzte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das danach keine andere Prophetie. Das ist der abschließende Botschaft. Ja? Diejenige von der Gemeinschaft Mohammeds, Allahs Segen und Gnade auf ihm, die große Sünden begehen, bleiben nicht ewig im Feuer, wenn sie als Muwahidun... Khilaf die Mu'tazila und die Khawarij. Der Sheikh, rahmatullah, bestätigt, alles klar, pass mal auf, es ist nicht so, die Aqidah von Al-Sunnah, von Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ibn Hanbal und alle Aimmah, da waren Laythi und alle, ist die Aqidah, dass die Muslimin, auch wenn sie sterben, sind nicht Kuffar, auch wenn sie eine große Sünde haben und mitnehmen. Und die werden in Jahannam kommen, oder Allah subhanahu wa ta'ala vergibt die, das ist Allah subhanahu wa ta'ala das Ding. Und letztendlich, wenn der Urteil kommt, dass die in Jahannam abbüßen müssen, dann büßen sie, aber faktisch ist, das ist nicht die Jahannam, wir kommen jetzt in ein anderes Buch dazu, es ist nicht die Jahannam, die Kuffar bleiben, weil danach, wenn die Kuffar reinkommen, ist die Tür zu und die werden nie wieder aufgemacht. Und daher haben die Ulama gesagt, dass die Jahannam von den Muslimen, wie Ibn al-Qayyim und Ibn al-Taymiyyah, dass die Jahannam von Muslimen ist ein anderer Jahannam als die Jahannam von Kuffar. Und diese Jahannam ist ein Jahannam, die vernichtet wird. Wenn die Muslimen rauskommen, alle, dann Allah befehlt sie, das zu vernichten und dann ist sie weg. Wie in der Hadith vorgekommen ist. Ja, aber auf jeden Fall, das ist jetzt nicht unser Thema. Unser Thema ist, dass alle Muslime, die gestorben sind, was ist die Bedingung?
als Muwahhidin. Der Imam hat das so, Tawhid, Leute. Das Thema spricht der Imam in der 3. Jahrhundert. Er spricht über Tawhid. Und wenn wir die Leute heute sagen, das Thema, das Problem der Muslime ist Tawhid, sagen die, lass doch mal diese Tawhid und spricht über Politik und spricht über bla 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 bla. Das Thema ist Tawhid. Wenn die Umma nicht auf dem Punkt ist, wenn die Umma Schirk macht, wenn die Umma Kufr macht, diese Umma wird nie von Allah Ta'ala nach erhoben. Wird nie passieren. Denn Allah Ta'ala akzeptiert nicht ein Herrn, er akzeptiert das nicht. Wir können ihm das nicht aufzwingen. Zumal wir brauchen von ihm, nicht er von uns. Über diese Bedingung, dieses Tawhid, das ist die Botschaft, Jungs. Das ist die Botschaft, das ist die Aufgabe, dass die Muslime verstehen, la ilaha illallah, verstehen Tawhid. Sehr, sehr wichtig. Guck unsere Länder an, Jungs. Guck doch mal unsere Länder an. Null Tawhid, Jungs. Null, null, null. Offenkundig null Tawhid. Das ist heftig. Ja? Und wir wollen dann Allah Ta'ala das und Allah Ta'ala uns ein bisschen frech, ne? Kommt nach Hause, kommt zur Schule, hat die Hausaufgabe nicht und hat auch hat nicht mehr Hausaufgabe fertig gemacht. Und sagt dir dann, ich möchte bla bla bla. Ja, nee. Ich weiß nicht, was die Wahrscheinlichkeit ist, die Lehrer das gibt oder die Lehrerin das gibt, glaube ich nicht. Ohne Hausaufgabe. Auch wenn sie sich Allah nicht reuevoll zugewendet haben, nachdem sie Allah wissend und glaubend getroffen haben. Sie unterliegen seinem Willen und seinem Rechtsspruch. Wenn er will, vergibt er ihn und verzeiht ihn aus seiner Großzügigkeit, entsprechend dem, was er Azza wa Jal sagte. Wahrlich, Allah wird es nicht vergeben, dass ihm Götter zur Seite gestellt werden, doch er vergibt das, was geringer ist als dies, wem er will. An-Nisa 48. Hübsig. Und wenn er will, bestraft er sie mit dem Feuer gemäß seiner Gerechtigkeit. Ja, das, was wir gesagt haben. Das, so ist das Bild bei Al-Sunnah. Und das ist die Liebe zu Muslimen. Al-Sunnah sind Leute, die Muslimen bleiben lassen wollen. Und die wollen in deren Islam investieren. Nicht den Eigenschaften des Islam aus den rausreißen. Dann ist es identitätslos. Und dann natürlich, dann ist er halal. Dann kann ich ihn dann brauchen, kann ich ihn töten. Das ist ja nichts. Nicht mal ein Vieh. Ein Vieh hat mehr Rechte als er. Ja, weil das ist so, das ist der Weg von Al-Sunna. Die Jama'a, es kommt noch ein Buch. Doch dann holt er sie wieder heraus durch seine Gnade und der Fürsprache derjenigen, die aus der Gruppe der Gehorsamen Fürsprache einlegen. Ja, wir haben ja gesagt, die Fürsprache ist ja eine Stufe, wir haben gesprochen, die Propheten haben das. Und natürlich, Rasulallah ist ja seine große, große, große Fürsprache, ist das, wenn die Menschen alle fertig sind, stehen alle stehen, die Sonne ist dicht, die Menschen sind nackt, ist alle beieinander schwitzen. Und was soll Rasulallah in diesem Augenblick, das ist das höchste Schafa, ist der Einzige, der vor Allah treten darf, und vor Allah in Sajda geht, und Allah gibt ihn, öffnet ihn, offenkundig ihn eine mit seiner Gnade, ein Dua, der noch nie jemand mit Allah damit Dua gemacht hat. Und Rasulallah macht diese Dua und sagt zu Rasulallah, ja Allah, eile mit dem Gericht. Die Menschen sind, also die Muslime leiden. Allah Ta'ala in seinen höchsten Zorn. Ein Zorn, der Rasulallah, den noch nie war. Leute, wenn ein Vulkan über unser Köpfe schlägt, es ist eine Katastrophe. Und das ist ein Vulkan. Weil Allah zornig ist, ich weiß nicht, was sein kann. Ich habe keine Ahnung, will auch gar nicht wissen. Wir werden es ja erfahren sowieso, aber hoffentlich nicht auf uns. Versteht ihr? Und in diesem Zorn darf nur ein einziger Mensch vortreten. Und das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er spricht, wo Malaika still sind. Geschöpfe, Djinn, Ins, alle still. Jannah, Jahannam, alle still. Der Herr ist zornig. Musib, Katastrophe, der Herr ist zornig. Welches Element kann gegen? Welches Element kann? Alle Elemente können gegen. Keine Chance. Und da tritt ein Mann.
Und das ist Ehre. Das ist Ehre. Damit verstehst du, was dein Prophet an Stufe bei Allah hat und was diese Umme, diese Gemeinde durch ihn an Privilegien bekommen hat. Ja? Allah straft, wie man will, wie wir gehört haben im Koran, vergibt, wie man will und so weiter und so fort. Ich sage dir immer, es ist schwer, aber versuch immer eine reine Nähe zu haben. Wallahi, ist es schwer. Sogar bei einem Besuch zu Bruder ist es schwer. Versuch immer eine reine Nähe zu haben. Egal jetzt, was für Tat da daraus entstanden ist, haben wir geschlagen oder gestritten, ist piep egal. Aber deine Absicht ist sehr, sehr wichtig. Nicht mit einer schlechten Absicht rausziehen. Das nicht machen. Weil wenn das nochmal kommt, diese Nähe kann dich zu euch aufziehen lassen. Ja? Um das einfach zu vermeiden, sage ich mal, ne? Falls dann irgendwas passiert. Wie viele Seiten haben wir noch? Wir haben noch gar nichts gemacht. Wir haben jetzt gleich eine Seite fertig. Ah, du bist so langsam nur vom Lesen. Soll ich dann immer mehrere Punkte? Ja, aber eigentlich, ich sag das ja schon. Eigentlich, ich habe diese Punkte schon gesagt, inshallah. Bei, dass Allah da vergibt, wer will. Verstehst du? Eigentlich, wenn du das liest, dann kommentierst du es nochmal. Bleiben wir still. Einfach nur, sieh durch. Das, was ich gesagt habe, schon, sag mir, Sheikh, das hast du schon gesagt. Und dann zieh das einfach nur durch. Das sind wichtige Punkte, Sheikh. Außer wenn ich jetzt, wenn ich merke, dass ich das nicht gesagt habe, dann springe ich da rein. Damit, wir müssen das fertig heute. Okay. Muss fertig sein. Hiernach schickt er sie in sein Paradies. Ja. Dies ist so, weil Allah diejenigen schützt, die ihn erkennen, und sie nicht wie diejenigen behandelt, die ihn nicht erkennen. Diejenigen, die von seiner Rechtleitung abgewichen sind und seinen Schutz nicht erhalten. Allah, o Beschützer des Islams und seine Anhänger, festige uns als Muslime, bis wir dich in diesem Zustand begegnen. Amen, amen, amen. Zustand von Taslim. Sich ergeben vor Allah SWT. Eigentlich, das ist so eine Symbolik, sehr, sehr schöne Symbolik beim Beten. Also, du kommst rein. Vor Allah SWT. Allahu Akbar. Du fängst ja schon dein Gebet so an. Das Laube, hab nichts in der Hand, ich komme so. Ja, nee, das ist Symbolik jetzt, ne? Verstehst du, was ich meine? Und da sollst du in jede Sache, was Allah sagt, wenn sein Befehl kommt, haben gerade Alex und ich so ein Gespräch gehabt, wenn sein Befehl kommt, Nefs, manchmal Nefs, weißt du, will Allah hat uns vergeben. Ich kenne das ja auch. Ich habe auch Fehler gemacht dadurch in diesem Zustand. Allah hat uns vergeben. Aber dass ich dann mich dann gewagt habe über ganz große Imme, damals Hanifa, das immer einer war wegen Muhammad, ne? Und dann traust du dich zu sagen, interessiert mich nicht, wer ist Muhammad, ich bin in Dalil. Diese Begriff zu sagen, wer ist Muhammad, das ist eine Nefs Sache, ne? Weil du suchst jetzt nicht nach Dalil, also du hörst den Mann gar nicht mehr. Wenn du so rauskommst, du hörst der andere nicht mehr. Du hörst nur das, was dein Kopf dir sagt. Du guckst auch nicht, prüfst nicht, ob das, was du sagst, wahr ist oder er hat die Recht. Er hat die Wahrheit. Er hat den Lied. Und Nefs muss getämt, muss getrainiert dafür. Weil es ist echt schwer. Und wenn die Nefs einmal nach oben kommt, verstehst du, jeder von uns hat das erlebt. Jeder von uns hat das erlebt. Und wir erleben es immer wieder. Und Alhamdulillah, wir merken schon, dass durch das Training das Nafs jetzt langsam akzeptiert einfach das. Verstehst du, was ich meine? Und das ist alles Haq, ist Haq. Weil andersrum gibt es Jahannam. Also wenn ich diese Abbieger mache, dann ist es Jahannam, es ist fertig. Versteht ihr, was ich meine? Ihr werdet definitiv ein Mu'min ist jemand, der ein Haq kommt zu ihm, trotz dass sein Nafs, ein Haq ist Haq. Und wenn ich falsch bin, dann bin ich falsch. Allah Ta'ala liebt sowas. Allah Ta'ala hat Sayyidina Ibrahim so genannt und er war eine rückkehrende Diener. Heißt ja nicht, dass Ibrahim eine Sünde macht. Aber Rückkehrer, das ist dieser Weg. Immer zu Allah Ta'ala, zu Haq, zu seinem Haq. Wenn du zu Haq kehrst, dann kehrst du zu Allah Ta'ala. Das ist der Weg, den du zu Allah Ta'ala machst. Ja, tut weh, ja, was weiß ich, aber du hast einen Schritt nach geschafft. Auf dem Weg zu Allah Ta'ala. Noch einen Schritt, bis du stirbst. Das ist dein Ziel.
Wir sind der Ansicht der Richtigkeit des Gebetes hinter jedem Frommen und Sünder von denjenigen, die zur Kaaba beten, als auch für einen von ihnen, wenn er gestorben ist. Keinem von ihnen sprechen wir das Paradies oder die Hölle zu, noch bezeugen wir, dass einer Kafir, Muschrik oder Heuchler ist, solange nichts davon offenbar wird. Wir überlassen das, was sie im Herzen tragen, Allah, dem Erhabenen. Wir sind der Ansicht, dass gegen niemanden aus der Gemeinschaft Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Schwert erhoben werden darf, außer gegen jemanden, für den das Schwert bindend geworden ist. Wir sind der Ansicht, dass man nicht auf die Führer und diejenigen, in deren Hände unsere Angelegenheit ist, losgehen darf, auch wenn sie ungerecht sind. Der Khawarij werden jetzt hier eine Bombe auf den Fernseher schmeißen, auf den Monitor. Was erzählt die hier? Okay. Ich meine, ist diese Speech zu Ende? Da kommen noch ein paar Punkte. Ein paar Punkte. Das ist sehr wichtige Sachen. Okay, machen wir ein paar Punkte und ich erzähle ein bisschen was. Wir beten nicht gegen sie, wir bleiben ihnen treu. Wir sind der Ansicht, dass ihnen gehorsam zu sein ein Teil der pflichtigen Gehorsamkeit Allah gegenüber ist, solange sie nicht Ungehorsamkeit Allah gegenüber anordnen. Wir beten für sie um Rechtschaffenheit und Vergebung. Ach, fertig? Was noch? Wir befolgen die Sunna und folgen der Gemeinschaft, Jama'a, und wir meiden Abspaltungen, Meinungsverschiedenheiten und Spaltungen. Wir lieben die Gerechten und Ehrlichen und hassen Unterdrücker und Betrüger. Okay. Das ist natürlich eine Thematik, denn wir so wie der Koje, wir haben das wie die Kühe, so oft mal wieder kaut, das ganze Thematik und so weiter und so fort. So. Wir beten hinter jedem. Jeden heißt, jeder Muslim, auch wenn er Ma'asiyah macht. Da beten so absolut jeder Muslim, der aber auch eine Shirki Bid'ah ist, hat gemacht hat. Und da davon überzeugt ist und macht Da'wah dazu und betet und macht danach. Auch die können wir hinterbeten? Nein. Über, wenn es um Schirk geht, über, wir sind absolut offline. Wir beten in unsere Häuser. Für dich ist. Wenn keine, in der ganzen City, keine Moschee, außer solche Moscheen, wo Gräber oder was weiß ich, خلاص, da beten wir zu Hause. Für dich ist. Ja, in die Richtung von Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Jetzt sind wir von der Stufe mit Bürger, also mit Menschen, ja, jetzt eine Stufe höher gegangen. Ja, und zwar Unterdrückung, Ungerechtigkeit. Wenn ein Führer oder ein Präsidenten oder ein Emir oder was auch immer in ein Land ist und er, wie der Imam gesagt hat, unsere Sache verwaltet. Ja? Wir lassen ihn das verwalten, auch wenn er uns unterdrückt oder Ungerechtigkeit gegen uns übt. Der Befehl ist gehorchen. Warum ist das Befehl so? Weil wenn wir, jetzt passt mal jetzt auf, wenn wir diese Fass jetzt aufmachen und sagen, dass Unterdrückung und Ungerechtigkeit eine Sache, die nicht erwünscht ist von einem Emir oder von einem Präsidenten oder von einem Führer, was auch immer der uns führt. Denn wir setzen fest eine Regel, der keine der keine in eine Uhr, wenn diese, weißt du, dieses Ding hier, wenn eine Uhr Zeiger? Nee, Pendel. Wir setzen eine Regel mit Pendel, die hat keinen Punkt, wo sie stoppt. Denn was vielleicht bei mir gerecht ist, vielleicht bei diesem Stamm nicht gerecht ist. Es ist Chaos.
Wenn wir diese Fass aufmachen, dass die Muslimin sollen gegen deren Herrscher wegen Unterdrückung oder Ungerechtigkeit rausgehen mit dem Schwert, hieße das, es ist eine dauernde Schlacht bis Yom al-Qiyam. Über Ahl Sunna wissen, dass diese Fitna kommt, wenn wir diese Tür aufmachen. Natürlich wollen wir keine Unterdrückung, natürlich wollen wir keine Ungerechtigkeit. Aber wenn es dazu führt, dass die Umma die Schwerter gegeneinander aufzieht und sich gegenseitig tötet, lassen wir das dann auch. Das Leben der Umma einheitlich unter einem Emir, der Salim, ist besser, als diese Fass aufzumachen und die Ratten rauszulassen. Logisch oder nicht logisch? Es ist absolut safe. Natürlich ist es so. Jetzt kommt's. Da lassen wir die Umma unter Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Jetzt kommt's. Natürlich lassen wir nicht. Aber wir müssen die Umma sagen, warum dieser Zustand so ist. Zumal du hast den Hadith gesagt, dass wenn die Umma das macht, dann Allah Ta'ala bringt den ein Amir, der so und so und so und so mit ihm macht. Du hast schon in anderen Hadith die Anweisung. Jetzt weißt du, warum dieser Zustand so ist. Macht das Sinn, dass ich den Fass mit Ratten raufmache und alle fressen sich gegenseitig oder den Fass zulassen und arbeiten daran an die Umma, dass dieser Zustand aufgehoben wird? Denn wer ist der Geber dieser Zustand? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Und es gab Zeiten, die es besser waren. Und gibt Zeiten, die noch schlechter werden. Bei der Geber am Ende ist Allah Ta'ala. Aber Allah Ta'ala gibt nicht je nach in hier und amel. In ahsantum, ahsantum, li'anfusikum. Wenn ihr tugendhaft seid, dann seid ihr für euch tugendhaft. Ihr profitiert, ich nicht. Wa in asa'tum. Und wenn ihr umkehrt, eure Ernte, nimm doch. Was? Allah Ta'ala wird nicht mehr oder weniger, oder es ist dein Thema, Junge, ist dein Prozess, deine Zukunft. Du machst, was du willst daraus. Du entscheidest, wie du das machen möchtest. Richte das, wie das möchtest. Ja? Aber wenn die Ulama, Al-Hadith, Al-Sunnah, uns sagen, dass wir gehen nicht mit dem Schwert gegen einen Führer, außer wenn wir sehen, dass Schirk zugelassen wird bzw. Gestartet wird. Dass die Führer beispielsweise eine neue Religion unter das Volk bringen wollen. Christentum oder was auch immer. Aber da gehen wir mit dem Schwert raus, weil das ist jetzt, geht um Dien jetzt hier. Das ist eine klare Sache. Wenn ein Führer kommt, ich möchte das Land buddhistisch machen. Von jetzt an. Nee, komm her. Da gibt es keine Unterhaltung. Da gibt es keine. Ne? Nur da, weil da ist die Gefahr, dass Dien weggeht, ist Fakt. Da kannst du jetzt nicht sagen, wir arbeiten von unten aus. Nein, 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 nein. Weil jedes Mal du schaufelst, da kommt von oben noch mehr. Aber da musst du nach oben. Deswegen. Rasulullah sagt, außer wenn ihr seht, Kufr Bawah. Wieso? Weil das ist jetzt, wenn das aufgeht, du kannst nicht mehr von unten arbeiten. Jetzt musst du sofort das bekämpfen. Jetzt werden die Schwerter gezogen. Deswegen siehst du, die Khawarij heute immer machen Takfir auf die Präsidenten. Wieso? Weil das ist die erste Regel. Du musst den Fass hier aufmachen, damit die dann alles nachher verbrennen, die Leute, die Frauen. Das ist nachher dieses Buch denn, diese Fass. Aber jetzt müssen sie aufmachen. Was machen sie? Takfir auf die Hucke. Fertig. Alle Kuffar. Wieso? Kufrbauer. Wo ist Kufrbauer? Lakum und Allahi fi Burhan. Kufrbauer heißt, habe ich gesagt, wie sonnenklar. Dass wenn 10 Leute draußen heute stehen und die Sonne angucken, ist die Sonne ja die Sonne. Ohne Streit, ohne. Das Haq ist Haq, ja. So wenn ich sage, La ilaha illallah,
Alles fertig. Wollen wir diskutieren oder so? Alles. Das Hab. Wenn der, wie ich vorhin gesagt habe, dass er steht und wird morgen im Fernsehen finden, oder bei ZDF oder was auch immer, jetzt in der Islamischen Land, ne? Das ist, ja, der Präsident hat entschieden, dass dann sagt, fuck this, machen wir nicht mit. Jetzt Schwerter werden gezogen und es geht auf den Mann los. Und wenn er Armee hat und wenn er sonst was hat. Und wenn da alle sterben, dann sind wir schon wieder. Jetzt ist, du hast nicht die Möglichkeit, von unten zu arbeiten. Hast du nicht die Möglichkeit. Aber bei Ungerechtigkeit, bei Unterdrückung, weil das ein Pegel, der relativ ist, der hält ja nicht auf. Du kannst nicht alle Menschen an sich so zufrieden machen, letzten Endes. Auch in einem demokratischen Land wie hier, du fängst, alle paar Jahre kommt NPD, AfD, die Leute sind unzufrieden. Na, ist so, auch in der Demokratie. Ja. In Amerika ist weniger Demokratie, du hast ja nur zwei Mannschaften. Entweder Republikaner oder Demokraten. Zu viel, zu Vielfältigkeit und andere Meinung. Ja, die Grünen sind auch da, aber pff, hier so, Texas macht so, oder der Cowboy holt da, tak, tak, fertig, weg, weißt du. Was wollen die Grünen hier in Amerika, weißt du, hau ab hier. Ist so. Aber ist nicht unser Thema, wir sind nicht politisch. Letzten Endes ist das ja so. Versteht ihr? Wir fragen später. Machen wir. Jetzt? Hast du eine Frage dazu jetzt oder so? Wir fragen später. Ne? Okay, bis wir. Wir sagen, Allah weiß besser Bescheid, wenn uns etwas unklar erscheint. Wir sind von der Richtigkeit des Messh überzeugt, sowohl als Reisender als auch Sesshafter, entsprechend der Überlieferung. Mhm. Ja, wir haben den Streit hier bei manchen. Es gab so eine Gruppe, die diese Messe über Ledersocken oder über Socken oder so total abgelehnt haben. Die Leute so gefahren und die bitten um den Wudu und bla bla. Und der Imam natürlich dann bestätigt. Es gab so einen Streit in dieser Zeit um diese Messe und nicht Messe. Aber vielleicht bitte haben so ein bisschen. Dann bestätigt er die Sunna. Eigentlich will er jetzt damit sagen, das ist ein Hadith. Hadith, dass wir über die Socken, natürlich der Ayah im Koran ist ja da, ja, aber das ist ein Hadith, das ist, wie die Tätigkeit ist. Und er will damit sagen, dass wir die Sunna folgen bis sogar über den Sunna. Das heißt, wir leben die Sunna. Wir leben nach die Sunna. Und wenn Rasulullah sallam sagte, für Anwesende einen Tag und für Reisende drei Tage, dann machen wir das und unser Herz ist mutmain, ist ruhig. Dass es Haqq ist und dass wir Wudu haben und dass die Sunna ist. Ja? Das ist wieder jetzt so eine Hin zu wieder von dem. Ja. Die Hajj und der Dschihad bleiben bestehen, sowohl gemeinsam mit dem frommen Regierenden als auch mit den Sündern unter ihnen, bis die Stunde schlägt. Nichts annulliert sie, noch spricht gegen sie. Erstaunlich. Guck diesen Aspekt jetzt. Guck, von welcher Perspektive dieser Mann jetzt gerade rausgeht. Pass auf. Und er spricht, und wie kämpfen Jihad und Hajj, natürlich dauernd, außer wenn Corona gibt es, Jihad und Hajj ist ein Gebot, der bis zum Al-Qiyamah in dem Dien ist. Nicht, Dien verlangt das nicht. Nochmal. Jihad ist ein Baustein von diesem Dien. Heißt aber nicht, dass du läufst durch die Gegend mit deinem Kopf und denkst, ich möchte die Leute bekämpfen. Das ist ein Instrument, den du hast in dein Dien aufgebaut, den du in Zeiten, wo dein Dien sagt, das zu benutzen, dann holst du es raus und nutzt du das. Verstanden? Baustein kann nicht von denen weggehen. Wie manche sagen, sprich nicht über Dschihad. Das ist ein Baustein. Aber das ist seine Funktion, was ich gesagt habe. In meinem Dien, mit in meinem Dien integriert, kann ich nicht ablehnen oder wegdenken. Aber das ist so. Dafür, wenn ich das brauche, dann übe ich das, nutze ich das aus. So wie was? Wie Frauen. Alle sind mit einer Frau verheiratet. Hieß aber jetzt nicht, dass vier Frauen haram sind.
jetzt in Mas'ala, natürlich, ich werde natürlich hier sehr viel Dislikes hier bekommen, aber das Wallahi nur Mas'ala damit, nur Mas'ala damit gemeint, nicht machen. Ne? Bleibt ihn in seine Recht mit eingebaut, nutzt er, wenn er will, muss aber nicht mitlaufen die ganze Zeit. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der Dschihad. Wieso? Es gibt keine Umma ohne Verteidigung. Die Umma von Amerika, die Umma von Großbritannien, die Engländer, die Franzosen, das sind Gemeinden. Glaub, können diese Gemeinden entstehen? Die sind ja alle Katholik oder Protestant oder was auch immer, Christ. Können diese Gemeinden leben ohne Verteidigung? Dann verschafft alle Armeen weg und wir sind alle quitt. Wir wollen keine Waffenindustrie und Lobby. Wollen wir nicht? Wenn ihr wirklich damit meint, dann warum soll der Islam das abgeben? Das ist ja selbstverständlich. Also ich sage ja natürlich, ihr invasiert keine Länder, mashallah, und ihr übernimmt keine Länder und ihr habt keine Länder in den letzten 2-3 Jahren versklavt. Habt ihr nicht gemacht. Letzten Endes. Aber verschafft das Ganze dann weg und lass mal die Leute untereinander mit Peace arbeiten. Aber wenn es nur Islam, der das abgeben soll, das ist unfair. Ist unlogisch. Warum gibt es den Sicherheitsrat, der die ganze Weltverteidigung so übernommen hat? Das ist ganz normale, menschliche, logisches Denken. Und das ist, was in unser Dien drin ist. Mit eingebaut. Eine ganz normale, instinktive Sache, dass man verteidigt. Und dafür ist der Dschihad gestattet. Oder anderen Sachen. Ist ja nicht nur Verteidigung. Es geht ja nur um die Zeit, wie die Zeit ist und wer der Emir ist. Jetzt ist aber jetzt nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, denn pass mal jetzt auf, was At-Tahawi rahimahullah sagt über diese immer der und die Ungerechte und uns unterdrückt, dass wir mit denen Dschihad ziehen. Ahle Sunna sagen, wenn die rufen zum Verteidigen oder zum Dschihad, Folge leisten. Und wir gehorchen und gehen mit denen in dem Dschihad drin. Jetzt kommt's. Was brauchst du von Loyalität als Soldat zu den Führer zu haben, damit du mit ihm in Krieg ziehst? Absolute Loyalität. Das heißt, wir kämpfen mit diesem Emir, der uns unterdrückt und der Ungerechtigkeit macht. Das ist der Weg von Ahle Sunna. Wenn er uns ruft, mit Loyalität, dass er uns führt und wir uns gehorchen müssen. Absolute Hingabe. Absolute. Und wie kann das stattfinden, wenn wir diese Klausel wegnehmen und den Fass von den Ratten aufmachen und lassen die Umma untereinander den Schwert heben? Wie wird das dann funktionieren? Zubair, kannst du mir sagen, hast du Chancen, kannst du sagen, wie viel Prozent? Leute, hiermit zeigt das, dass wir Geduld und die Rechte diese Wali al-Amr geben, auch wenn er Zulm macht, sogar Dua für ihn machen, absolute Loyalität, solange er keine was macht, Schirk macht. Das ist der Kalam von Ahle Sunna. Und nicht das Schwert heben, nee, der ist nicht gerecht, komm raus, wir machen ihn runter. Ein paar Jahre später ist nicht gerecht, komm raus, wieder runter. Wie kann so ein Umma leben? Wie kann so ein Umma überleben? Über dieses Grundprinzip, was die politische Islam uns eindrehen will, wie die HTVs und die was auch immer jetzt für ja, die Khawarij und sonst was wir uns erzählen wollen oder Muslimbruderschaft oder so. Nein, es funktioniert nicht so. Ihr bringt die Umma ins Verderben, wenn wir das geht nicht, wir haben das erlebt in den letzten 10 Jahren, geht nicht. Versteht ihr, was ich meine? So
ist die Loyalität zu unserer Amire, zu unserer Führer, zu unserer Waliul Amr, solange er uns kein Schirk befehlt. Unser Schwert bleibt in seinem Schacht. Ja? Du lebst in kein islamisches Land. Von dir ist genau die Loyalität verlangt, solange das ist kein Befehl der Schirk ist. Wieso? Weil du lebst im Schutz dieses Landes. Die gewähren dir den Schutz. Wenn heute die Polen mit ihrer Armee reinkommen, ja, wir werden auch mit reinziehen, aber wer verteidigt an der Front? Die deutsche Armee. Das heißt, die schützt dich. Aber du gewährst dieses Land genauso viel Loyalität. Solange die mir nicht Befehl geben für Haram oder Schirk. Das ist wirklich alles schön. Wer es gefällt, gefällt. Wer es nicht gefällt, sondern andere alles so in der Suche. Wo man nicht findet. Ja? Weil dieser Punkt, wir haben alhamdulillah eine sehr viele Seminare und sehr viel Drus auch darüber und Reihen haben ja auch schon gesprochen, wie. Aber ich wollte das nur noch heute mal abschließen, wie die Aqidah Tahawiyah, weil das ist eine Aqidah mit Sanad. Ne? Das ist wichtig. So. Wir glauben an die edlen Schreiber. Allah hat sie zur Aufsicht über uns eingesetzt. Wir glauben an den Engel des Todes, den Beauftragten, die Seelen der Weltenbewohner zu ergreifen. Ebenso glauben wir an die Strafe im Grab für den, der sie verdient. An die Fragen von Munkar und Nakir über seinen Herrn, das heißt des Gestorbenen. Seine Religion, seinen Propheten und zwar auf wir die... Wir merken schon, dass die Masail erzählt schon die Masail, wo Ahl Bid'ah natürlich einen Khilaf da drin haben, ne? Und zwar auf die Art und Weise, wie es überliefert ist, über den Propheten, Allahs Segen und Barmherzigkeit auf ihn. Über Kaif ist nicht unsere, das ist wie Allah Ta'ala unseren Propheten. Aber wir glauben das, was er sagt. Und den Gefährten, Sahaba, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Ja. Das Grab ist entweder ein Garten der Gärten des Paradieses. Jetzt bei Sahaba hier ist es sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, dass... Ich weiß nicht, ob es noch kommt. Ich glaube... Kommt das noch? Aber die Sahaba... Okay, fahr mal weiter. Ich will nur sagen, Das Grab ist entweder ein Garten der Gärten des Paradieses oder eine Grube der Gruben der Hölle. Wir glauben an die Auferstehung und die Vergeltung der Taten am Tag der Auferstehung, an die Vorführung, Abrechnung, die Vorlesung des Buches, die Belohnung, die Bestrafung, die Brücke und die Waage. Das Paradies und die Hölle sind zwei nicht endende Geschöpfe und gehen nicht zugrunde. Allah hat das Paradies und die Hölle vor der Schöpfung erschaffen. Er hat für sie Bewohner erschaffen. Wer von ihnen ins Paradies gehen soll, so durch seine Großzügigkeit, und wer in die Hölle geht, so durch seine Gerechtigkeit. Ein jeder macht das, was für ihn bestimmt, und geht den Weg, der ihm vorgezeichnet ist. Für die Diener sind das Schlechte und das Gute vorbestimmt. Das Können, wovon die Handlung abhängig ist... Vorbestimmt? Ist ein Muskel? Gibt es ein Problem? Gut. Wir haben das ja. Das Können, wovon die Handlung abhängig ist, wie etwa der Erfolg, der nicht einem Geschöpf zugeschrieben werden darf, begleitet die Tat. Was allerdings das Können angeht, womit die Gesundheit, die Kraft, die Möglichkeit und die gesunden Mittel gemeint sind, so ist diese vor der Handlung. Und darum geht es in dem Diskurs, wie Allah sagt, Allah fordert von keiner Seele etwas über das hinaus, was sie zu leisten vermag. Top, top. Al-Baqarah 2,8. Jetzt. Zwei Masail. Sahaba, radiallahu anhum, sind für uns eine rote Linie. Bei Sahaba hältst du an und sagst, radiallahu anhum, und drehst du und gehst. Keine Pfeile. Ahle Sunna kritisieren Sahaba null. Und lieben Sahaba alle. Das ist so exklusiv, dass manche Ahle Sunna sagen, wer Sahaba beschimpft, ist Kafir. Und sein Dalil ist stark. Muhammad
dein Delil ist stark. Er nimmt die Eier im Koran. Radiallahu anhum wa radhu anhum. Diese Eier ist Mujmal. Beinhaltet, also Allah Ta'ala zu finden, und sie beinhaltet das Ganze. Und ganz heißt alle einzeln darunter. In der Pegel der Unterschied zwischen deren Stufen untereinander. Aber im Lot, die haben gute Werke gemacht. Wir haben mal gesagt, wer die Sahaba kritisiert oder beschimpft oder Kufr beschmeißt, ist Kafir aus dem Mittelhaus und sein Blut ist halal. Und diese Aussage ist von den Hanbel auch. Und diese Aussage ist auch meine Aussage. Wer Ummat al-Mu'minin, Mütter der Gläubigen oder die Sahaba nahe kommt mit seiner giftigen Zunge, für mich und für viele immer, ist der Kafir aus dem Mittelhaus. Imam Shafi'i hat natürlich ein bisschen milder beurteilt, Imam Hanifa auch sowieso, ein bisschen mit Aql, so ein bisschen so das Ganze so abgewogen. Aber letzten Endes, Fakt ist, Liebe von Sahaba ist wajib, denn du kannst nicht unzufrieden sein mit Leuten, die Allah gesagt hat, die textlich, ich bin zufrieden mit dir. Wie kannst du jetzt sagen, kommen und sagen, ich bin mit denen unzufrieden, soll all verflucht sein. Und dein Herr sagt dir, und deswegen sagen die, dieser Koran ist nicht das Koran. Der Koran von Fatima ist noch in dem Loch mit dem deren Mahdi. Ja, Sahaba ist eine. Zweite Sache ganz. Was war am Ende, du hast die zweite Sache? Letzte Sache. Die Eier war, Allah fordert von keiner Seele. Da. Jetzt, wenn Allah Ta'ala sagt im Koran, La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Keine Seele wird auferlegt, dass man sie nicht tragen kann. Ist dieses Prinzip Muhdas oder Qadim? Diese Regelwerk, dass Allah Ta'ala kann, ist das eine Sache, die passiert ist, weil die Schöpfung da jetzt stattfindet? Oder ist es eine Regel, die bei Allah Ta'ala sowieso ist? Natürlich ist es eine Sache, die bei Allah Ta'ala sowieso ist. Weil das bedingt Gerechtigkeit. Ja? Und Allah Ta'ala ist gerecht. Und wenn Allah Ta'ala das macht, dann er wird das gerecht machen. Deswegen anstatt 50 Gebete, ist wie viel? 5. Anstatt 6 Monate Fasten, 1 Monat. Anstatt 10%, 15% Zakat, 2,5. Doch ich kann nicht, dann bist du befreit. Doch ich kann keine, nach diesem Prinzip. Aber eigentlich die Scharia, die auferlegt ist, ist auf das Minimumpegel, wo jeder Mensch eigentlich ohne Schwierigkeiten das meistern kann. Über Urich ist es so gestaltet, dass der Scharia, wenn die kommt auf diese Geschöpfe, soll so sein, dass es nicht über deren Köpfe wachsen kann und den Schwierigkeiten besorgen. Es gibt Leute, die ausgenommen werden, gut, Kranken, Alten, was weiß ich, wer nicht kann, Arme, das sind alles jetzt geregelt. Nur geht es darum, wenn der Befehl der Taklif kommt, wenn du selber den Befehl ausführen sollst, wisse, das ist definitiv in deiner Kraft. Jetzt, das ist was Amal und Ibadah angeht, ja, doch was ist mit andere Sachen, die wie Schicksalsschläge, wie Schwierigkeiten, wie das, wie jenes, du stehst immer da und denkst, ich ertrinke und es gibt keinen, der mich rausholt. Weil das Stress bei ein paar Monaten oder die ganze Zeit, du denkst, Schiff geht runter, Schiff geht runter, Schiff geht runter. Ja?
diese Zustände, diese Wisse, natürlich für dich kommt es sehr schwer vor, weil du ja der Betroffene bist und versuchst du da in alle Aspekte jetzt im Leben, ja? Aber letzten Endes wisse eine Regel, lass es immer noch in deinem Kopf. Selbst wenn du büßt gerade für eine Sünde, selbst dann, diese Schwierigkeiten ist nicht über das, was du tragen kannst. Weil diese Regel greift. Weil es eine Eigenschaft Allah in Umgang mit uns. Wieso? Er weiß, wir sind schwach. Er hat uns erschaffen und er ist gnädig mit uns. Ja? Und die leichteste Scharia, die Allah Ta'ala geschickt hat, eigentlich ist die Scharia von Islam. Die jüdische Scharia war sehr streng, richtig streng. Viel strenger als unsere. Viel, viel strenger. Also, richtig. Ne? Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, in diesem Dien hat die ganze Erleichterung für den Rest um bis zum Qiyam. Es gibt nichts leichter als Dien. Nichts leichter. Nur das Problem ist, du reitest, du kannst aber das Pferd noch nicht beherrschen. Deswegen läuft er nicht so, wie du das haben möchtest. Aber glaub mir, wenn du weißt, wie du das Pferd beherrschst und mit dem Pferd loslegst, ist es ganz easy. Khalas. Galopp, 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 galopp. Und du sitzt da und kannst deine Hände auch loslassen, ist alles gut. So ist die. Geht nur darum, verstehst, was von dir gewollt ist. Verstehst, wo deine Position ist. Verstehst, wo du stehst. Sehr, sehr wichtig. Wer sich nicht kennt, kann sein Herr auch nicht. Wer sich selber nicht kennt, kann sein Herr auch nicht. Weil du kannst nicht mit einer Fake-Version von Allah stehen. Geht nicht. Du musst rauskommen. Du kannst ihm nicht irgendwas nach vorne stellen. Geht nicht. Guck dir gar nicht an. Du musst hin. Du selbst musst hin. Ja? Die Taten der Diener sind eine Schöpfung Allahs und ein Erwerb der Diener. Allah hat von ihnen, den Dienern, nichts gefordert, was sie nicht zu leisten vermögen. Sie können nur das, was er ihnen aufgetragen hat. Dies ist die Auslegung von La hawla wa la quwwata illa billah. Jemand will Hajj machen, kann nicht. Jedes Jahr versucht, spart, kann nicht. Kann nicht, kann nicht. Bis er stirbt, kann Hajj machen. Allah Ta'ala wird ihn nicht fragen, warum du Hajj gemacht hast. Er hat das ganze Jahr versucht. Es ging nicht. Die Ballerin verlangt von dir auch nicht. Fertig ist. Jemand, sein ganzes Leben ist arm. Stirbt, hat keinen Zakat gemacht. Mich ist Salah, Zakat. Das sind doch die Regeln von. Da war alle Freunde, warum hast du keinen Zakat bezahlt? Natürlich nicht. Wieso? Er war nicht in Taklif. Er war nicht aus Spot. Der Spot war nicht auf ihm. Ja, er war arm. Und so weiter und so fort. Letzten Endes ist es ja so, Tafsir von La hawla wa la quwwata illa billah. Die Menschen können nicht machen, außer wenn Allah Ta'ala die verhilft. Dazu. Wisse, dass in diesem Prozess, den du jetzt gehst, tak, 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 in diesem Prozess kann nur Allah Subhanahu wa Ta'ala derjenige, der dir die Rechte, Quwwa, der die Kraft gibt, die richtigen Schritte zu machen und der dich verwahrt oder verschont vor Misstaten. Damit was, Alex, was wir gerade gehabt haben, damit man nicht denkt, dass man selber ist und kann. Weißt du, der Punkt vorhin von Auto? Ja. Eigentlich, wenn er das nicht zulässt, du kannst es nicht. Und wenn das Nafs das weiß, dann ist gut. Okay, sie wird ja natürlich dagegen versuchen, ich kann doch, weißt du, was ich meine? Aber Fakt ist, man muss diese Regeln in sich so einbauen. La hawla wa la quwwata illa billah. Keine kann schützen vor Misstaten oder Kraft geben für gute Taten. Und wenn Allah uns diese Taten auferlegt hat, dann wissen, dass er ist derjenige, der uns verhelfen wird. Wann? Wenn wir zu ihm kommen, das Wort. Ja. Der Rückkehr der Ummah zu Allah ist absolut unauslässlich. Auslässlich. Geht nicht anders. Wir sagen, es steht niemandem Macht zu, auch steht niemandem Handeln zu, sowie Abkehren von der Ungehorsamkeit, außer durch Allahs Beistand. Und niemand hat die Kraft, Allah gehorsam zu sein und darauf zu beharren, außer durch Allahs Rechtleitung. Alles läuft nach dem Willen und Wissen Allahs, des Erhabenen, seinem Wissen und seinem Willen und
Wissen. Wir haben diese Punkte bearbeitet auch noch. Bei Qadr noch. Willen, man kann Allah dann nichts erzwingen. Aber die Elemente funktionieren so. Er hat diese Möglichkeit gegeben, dass die in Böse funktionieren können. Und jetzt kommt das Nachspiel, dass die dafür zu Eigenschaft angezogen werden. Weil die diesen Weg oder dieses Element bewegt haben oder genommen haben. Ja? Aber letztendlich ist seine Willen, außer dem Willen kann nichts passieren, weil die Elemente nicht. Also ein Vulkan kann nicht so aufgehen, solange er will. Dann wird die ganze Erde weg. Er geht nur mehr für so viel und danach stopp, fertig ist. Versteht ihr, wie das dann funktioniert? Allah Ta'ala ist hinter dieser Gardine, was wir nicht sehen. Diese Vorhänge, was wir nicht sehen. Der Täter, der wahre Täter ist Allah Ta'ala. Der wahre Täter hat Ansa. Und glaub mir, wenn deine Einstellung so ist, du wirst sehen, dass Türen aufgehen, die du nie denken wirst, dass sie aufgehen. Aber weil deine Verbindung ist direkt an der Inhaber, ist es ändert sehr viel. Sehr viel. Sehr viel. Das Unmögliche ist möglich. Leute, das sind eigene Erfahrungen. Das ist wirklich, Wallahi, nicht so erzählt. Wenn diese Sache bei dir sitzt, dass er ist der Einzige, der hinter das alles ist, glaube mir, dein Iman wird so ein Buff bekommen, so ein Turbo, so ein Schub. Du glaubst es nicht. Das ist echt toll. Soll man ja auch versuchen. Wenn du deine Handlung machst, immer wisse, dahinter ist Allah. Du hast was in eBay. Du hast das angedeutet. Du hast den Termin gemacht. Wisse, das ist Allah. Und du kannst nicht bekommen in deiner Hand, außer wenn Allah geschrieben hat. Weil manchmal fährst du hin und findest du die Sachen nicht richtig, was du willst. Oder was weiß ich. Oder. Es gibt immer Eventualitäten. Aber der Einzige, der richtige Geber, und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und das ist, was der Imam vorhin gesagt hat: Sterben an Tawhid. Muhid. Nur einen in meinem Herz. Keine andere. Nur eine. Sein Wille steht über dem Willen der anderen. Richtig. Sein Urteil setzt sich gegen alle Tricks durch. Corona. Wollen wir einen Schalch machen? Corona. Wir machen einen Schalch, inshallah, Corona. Covid-19. Er tut, was er will. Und ist niemals ungerecht. Erhaben ist er vor schlechtem und Untergang, Fehlern und Schändung. Er wird nicht befragt nach dem, was er tut, sie aber werden befragt nach dem, was sie tun. Al-Anbiya 23. Haben wir ja gesagt, ne? Allah Ta'ala wird jetzt nicht gefragt, warum Covid da ist. Aber wird gefragt, die Regierung. Ist das so? Wenn es in Dunya so ist, in Akhira, ist recht. Würde man Allah Ta'ala immer fragen, in Akhira? Ja, hört in Dunya so. Und jetzt in Akhira wirst du machen. Namstein. Im Bittgebet, Dua und in den Spenden der Lebendigen ist Nutzen für die Toten. Ja. Das ist natürlich wieder Khilaf für die Sufia, die sagen, was weiß ich, Tawaf um den Qabr von der eine oder das für den Koran lesen für ihn oder was weiß ich was oder da, alles was da la la la. Wir haben das Sadaqa und Dua. Was willst du für deinen Vater was machen? Schlachte in seinem Namen. Gib ihm den Ajr. Willst du was ich, wobei auch Khilaf darüber auch ist. Sadaqa okay, nicht. Sadaqa nicht. Allah, der Erhabene, erhört die Gebete und erledigt ihre Angelegenheit. Er besitzt alles und nichts besitzt ihn. Sallallahu alaihi wasallam auf dem Kollegen auf Jofi Shan, ne? In Rahman, so Rahman. Die Himmel- und Erdenbewohner fragen ihn jeden Tag, ist er in eine Sache oder in eine Betätigung? Was soll ich wieder sagen? So. Die Alma sagen, das ist er, dass Allah Ta'ala die ganze Zeit die Dua von seinen Dienern erfüllt. Alle Dua. Und Allah SWT mit denen zusammen und so weiter und so fort und unterstützt sie und so weiter und so fort. So haben die das erklärt, dass Allah SWT jeden Tag anders, so sozusagen, anders mit das, mit die Schöpfung und die Geschöpfe. Von Allah kann man nicht mal für einen Augenblick unabhängig sein. Und wer von Allah... Also wenn du denkst, dass du deine Augenlider oder so zumachen kannst, also dass deine Kraft ist, dann du hast kein Tawhid. Wenn du denkst, dass du so machen kannst, dass deine Kraft ist, hast du kein Tawhid. Allah kann dich nehmen, bevor du das machst.
bevor du das machst, kann er dich nehmen. Aber absolut, wir reden über Einatmen, Ausatmen, über Augenblick, wir reden über eine Dimension, der für uns krass wahr ist. Also, wir nehmen das natürlich nicht wahr, wir glauben das nicht, aber es ist so. Und wir haben es ja gesehen, wenn so seine Schuhe. Seine Schnürsenkel zu machen. Er wollte seinen Schnürsenkel zu machen. Was kostet das hier für Zeit? Was ist das für eine Zeit? Er geht runter, er macht so, tack. Fertig. Über Allah Ta'ala brauche ich definitiv jeden Augenblick, jeden Atemzug. Wer anders denkt, ist Kafir. Es kommt noch. Und wer von Allah auch nur für einen Augenblick unabhängig sein will, ist Kafir und gehört zu den Untergehenden. Ja. Allah zürnt und ist zufrieden, jedoch nicht wie irgendein Geschöpf. Das hatten wir gesagt über diese Sifa Ikhtiyari, diese eigenwillige Eigenschaften, wie er zornig ist oder ob er ist nicht stetig zornig. Aber wenn der Zusammenhang vorhanden ist, dann ist er zornig. Wieso? Weil Sachen, was er gesagt hat, nicht gemacht werden. Ja, weißt, er ist zufrieden, auch ja, der Zustand Zufriedenheit ist zu Allah subhanahu wa ta'ala zu, das ist eine Eigenschaft von ihm, kein Zustand. Versteht ihr? Der Unterschied zwischen dem Mu'awwila und Mu'attila, was weiß ich was, in Nufa, dass die sagen, wo war ich jetzt? Was? Ja, die Mu'attila und die Mu'awwila, was die zusammen haben. Warum bin ich jetzt hier? Über die Sifa, die zürnt und zufrieden. Genau. Über die anders als die Mu'attila und Mu'awwila und Nufa und was, die diese Sachen ablehnen, indem sagen die, Allah Ta'ala ist nicht ein Mensch, der kann diesen Zustand nicht haben. Denn dieser Zustand bei Menschen, also Zorn oder Zufriedenheit, oder das ist ein Prozess, Chemie. Der Körper drinnen passiert was und das und jenes, und wenn Allah Ta'ala so ist, dann ist absolut, geht gar nicht, weil er ähnelt seine Schöpfung nicht. Dann sagen wir, Leute, alles gut, nicht diese Tür, komm. Die Tür ist hier. Das ist kein Zustand. Das ist eine Eigenschaft. Versteht der Unterschied zwischen Eigenschaft und Zustand? Zustand ist das, was ihr sagt. Aber Zustand ist das Hadith. Ist erschaffen. Kann nicht zu dem Schöpfer gehören, geht nicht, weil es ja erschaffen ist. Ein Unendlicher mit einem Endlichen. Passt. Leute, ihr seid weg. Ihr seid nicht da. Ich habe jetzt nicht verstanden, das ist eine Eigenschaft und kein Zustand. Ich erkläre das doch gerade. Zustand ist, dass es dieser chemische Prozess, was er braucht, das und jenes und Elemente und das und dass er zu unzufrieden und zornig und so weiter. Ja, du musst irgendwas haben, der dich aufregt, dass du denn zornig bist. Von alleine doch nicht so, oder nicht? Und dann passiert dann dieser ganze Prozess und so weiter und so fort. Dann kommst du in diesen Zustand Zorn. Ja? Die Leute sagen, wenn wir sagen, Allah Ta'ala zornig ist, denn wie bestätigen dieser Prozess bei Allah Ta'ala? Wir sagen, nein, das ist nicht so. Weil das ist ein Diss. Das ist ein Diss. Zustand ist ein Diss. Sondern was ist das denn? Das ist eine Eigenschaft. Und der Unterschied zwischen Eigenschaft und Zustand ist genau das, dass bei Eigenschaft dieser Prozess muss nicht stattfinden. Weil Eigenschaft ist kernsitzend. Verstehe ich meine? Eigenschaft ist kernsitzend. Und jetzt, wie er zornig wird, das interessiert uns nicht, weil diese Wie ist nicht unsere Untersuchungsgebiet. Da haben wir nichts verloren, interessiert uns auch nicht. Versteht ihr, was? Versteht ihr den Unterschied? Ich habe so, dass wir es nicht verstanden haben. Soll ich es anders erklären? Alex? Ungefähr. Oder will ein bisschen drüber nachdenken? Ja. Vielleicht nochmal gucken. Nachdenken und gucken. Aber das ist genau der Unterschied. Ist genau wie bei Hand und Gesicht. Die sagen, das sind Glieder. Wir sagen, nein. Glieder sind trennbar. Von Allah Ta'ala ist nicht trennbar.
ist nicht aus Glieder oder entsteht nicht aus Glieder. Wir sagen, Hand und Gesicht sind Eigenschaft. Das, wieso sagen wir Eigenschaft? Weil das ist eine ewige Zusammenhang, die mit Allah subhanahu wa ta'ala ewig vorher und nachher immer waren. Versteht ihr? Versteht? Das sind Eigenschaften, die verändern sich nicht. Versteht? Bei uns beispielsweise, wir können sagen, diese Glieder, wenn du hast Hand, aber wenn die Hand abgehakt ist, dann hast du keine Hand mehr. Versteht ihr der Vergleich jetzt? Ja. Bei Allah ta'ala ist nicht diese Dimension, wo die Nufa'a und die Mu'attila und die Ahlul Bid'ah erzählen. Es ist nicht diese Tür. Du kommst von einer anderen Tür. Diese Tür bringt dich dahin und dann gehst du in Dings und nimmst du die Umma mit. Die richtige Tür ist das, was wir als Ahl-Sünde uns auch sagen. Das sind Eigenschaften Allah tabaraka wa ta'ala. Davon sind Ikhtiyari, Sachen, die er ausübt, wenn er will, wenn der Zusammenhang da ist und wenn nicht. Das macht er, wie er geht, mit aller Weisheit, denn wir natürlich immer wieder. Ja, und wieder, immer wieder die Grundregel, was wir am Anfang immer gesagt, am Anfang des Buches gesagt haben, Laysa kemithlihi shay. Punkt. Alles, was wir da erzählen, alles, was wir machen, alle, immer diese Regel, wenn wir über Allah, alle, immer diese Regel im Kopf, Laysa kemithlihi shay. Ich kann nicht gleichen mit dem, geht nicht. Gibt's gar nicht. Ja. Wir lieben die Gefährten des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Barmherzigkeit auf ihm. Wir übertreiben nicht in der Liebe. Siehst du, das ist gekommen durch den Punkt. Ja, egal. Wir übertreiben nicht in der Liebe ihnen gegenüber und sprechen uns von keinem von ihnen los. Wir hassen, wer sie hasst und sie im Schlechten gedenkt. Ja, machen wir. Wir erwähnen sie nur im Guten. Die Liebe ihnen gegenüber ist Religion, Iman und Ihsan. Sie zu hassen ist Kufr, Heuchelei und Maßlosigkeit. Anmaßend auch. Wer bist du, um die Sahabe zu kritisieren? Wer bist du denn? Wo warst du, als Badr da war? Wo warst du denn, als die Sahabe 3 Jahre in der Wüste geschmissen worden sind? Wo warst du, als Bilal unter dem Dings war? Wo warst du, als Ammar ibn Yasir und seine Familie auseinandergerissen worden? Wo warst du denn? Wer bist du denn, um Sahabe zu sprechen? Wer bist du? Dass die kleinsten Sahabi sind, wenn wir das einfach nur sagen, als klein. Alle Sahaba sind groß. Ja, aber in der Stufe, wenn wir sagen, der jüngste kleine Sahabi ist besser als du und deine ganze Sippschaft. Wie kannst du? Wie kannst du? Deswegen habe ich vorhin gesagt, bei diesen Leuten ist ein Strich. Wer diesen Strich überquert, ist aus, das ist Din. Wer aus diesem überquert, ist aus dem Miller raus. Fertig ist die Sache. Viele Leute fragen mich, ob er auf Deutsch noch. Für mich sind Kuffar, sind die fertig ist. Die Köpfe von dieser sind Kuffar, fertig ist. Und wenn die Qibla bin, ich bete nicht hinter denen. Wie vorhin gesagt haben, beten über jeden Qibla. Na, bei solchen Leuten bete ich nicht. Versteht ihr? Wir bestätigen, dass das erste Kalifat nach dem Gesandten Allahs Segen und Barmherzigkeit auf ihm, Abu Bakr zusteht, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Also das ist jetzt natürlich, jetzt kommt der Tertib, ne? wie die Ahlul Bid'ah damals, ne? Ali und nicht Ali, Abu Bakr hat das geklaut, diese ganze Bereitschaft. Ja? Als eine Gunst für ihn und als Vorzug der gesamten Gemeinde gegenüber. Hiernach steht es Umar ibn Khattab zu, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Danach Uthman ibn Affan, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und danach Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Diese sind die besonnenen Kalifen und die rechtgeleiteten Führer. Wir bezeugen, dass die 10... Nach dieser Reihenfolge ist auch ihre Stufe in Din. Das sind die ersten 4 Leute in Din. Mit einem Khilaf zwischen Uthman und Ali. Unter den Ulema, aber an sich so sahih ist, dass Abu Bakr ist der Krönung, Umar ist der Minister, Uthman ist der Gnädige, der Alim und Ali ibn Abi Talib ist der Faqih. In diesem Tertib, das sind die
in die Umma 1, 2, 3, 4, also Rasulullah 1, 2, 3, 4 und dann kommen jetzt. Wir bezeugen, dass die 10, die der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Barmherzigkeit auf ihm erwähnt hat. Wer sind die? Die kommen jetzt. Ah, kommen Namen, ja? Und, Namen gesagt, und ihnen die frohe Botschaft des Paradies verkündet hat. Paradiesbewohner sind, so wie der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Barmherzigkeit auf ihm bezeugt. Ja. Seine Aussage ist wahr. Ja. Diese 10 sind Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Talha, Az-Zubayr, Sa'd, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn Jarrah und er ist Al-Amin, Amin al-Umm, dieser Gemeinde. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. So, top, 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 top. Eigentlich, jetzt fragt man sich, wo ist Hamza? Wo ist Hamza? Hamza ist in einer Stufe die sogenannte Herr der Märtyrer. Das ist eine Stufe. Sayyid al-Shuhada. Die Stufe al-Akhira ist, er steht an der Thron von alle Shahid. Er ist höher als alle Shuhada. Top ist, trotzdem kommt er nicht in der Liste mit drin. In Jannah ist er in Jannah. Definitiv. Wieso? Es kommt noch nicht nur diese 10, sondern alle Leute, die Ahadithe von Rasulullah persönlich bekommen haben, dass der in Jannah oder der in Jannah oder der, wir glauben auch, dass die in Jannah sind. Was ich sagen wollte über diese 6 Mann, eigentlich der 10er-Pack, jede von denen ist ein kompletter Din, ein kompletter Umma. Da kann man leben nach deren Philosophien in dieser Dunya 100%, jederzeit. Das sind Muster. Ich werde an eurer Stelle ein bisschen forschen über diese 10. Das ist nur ein bisschen Aufgabe. Liest doch mal ein bisschen über diese Leute und guckt, warum diese Leute in diese Absolution gekommen sind. Denn, Leute, wenn ein Weg gibt es, die Leute ausgeführt haben, wo Rasulullah sallam am Ende denen gesagt haben, ihr seid in Jannah, das lohnt sich, diesen Weg zu lernen und nachzugehen. Definitiv. Oder eine Eigenschaft zu holen daraus, warum oder... Es macht Sinn, es macht Sinn, auf jeden Fall. Und ihr werdet nachher sehen die Kombination. Diese Leute alle so, die Verschiedenheiten und diese Leute. Und das ist auch wichtig, dass Muslim versteht, dass wir nicht alle eine Muster, also eine Kopie sind. Ja? Sondern diese Muster, gibt diese Vielfalt, sind die absolut in Ordnung, kein Problem. Aber alle imitieren wer? Ein. Wir kopieren nicht uns, sondern wir kopieren wem? Und das ist der Unterschied zwischen Talib al-Ilm und Talib al-Bid'ah. Talib al-Ilm sucht nach dem Dalil, nach der Uhr. Ich will der kopieren. Ich will nicht der oder der oder der oder der. Muqallid, okay, Kopie, okay. Aber dann, wenn Kopie schon, dann Kopie von Rasulullah sallam. Und sag mir nicht, dass ich eine Stufe brauche, um dahin zu finden. Die Hadith sind da und die Ulama von Hadith sind da und die Mufassirin sind da und das ist alles gut. Können wir machen, kein Problem. Ja? Nein, nicht für dich. Was für dich hier? Krass. Okay. Ich kill dich. 26. Ich kill dich. Wer Gute spricht über die Gefährten des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Barmherzigkeit auf ihm und seine von Schmutz reinen Frauen und über seine heiligen Nachkommen frei von Dreck, so ist er frei von Heuchelei. Ja. Die frühen vorausgegangenen Gelehrten und ihre Nachfolger sind der Quell des Guten und des Ursprungs, des Verstehens und des Einsehens. Also Salaf 2. Wir dürfen sie nur im Guten erwähnen, wer sie im Schlechten erwähnt, der geht irre. Niemand der Awliya, Allah nahestehenden, dürfen wir auf eine höhere Stelle setzen als die Propheten. Haben wir gesagt. Wir sagen, ein Prophet ist besser als alle Awliya. Ja. Wir glauben an die über sie überlieferten Karamat. Eine kurze technische Frage. Warum? Es gibt Awliya, Leute, die wirklich heftig sind, richtig starten, jeden Tag fasten, Tahajjud stundenlang weinen, Koran, Ilm, Besuch, Sadaq. Es gibt wirklich heftige Leute. Warum ein Nabi ist höher als den? Das muss ich auch verstehen, das muss ja irgendwie logisch auch sein. Ist ja keine so. Weil der Unterschied zwischen den beiden ist, alle diesen Leuten machen eigene Ijtihad, wie die hinkommen sollen.
Aber der Prophet, der bekommt Wahi. Er muss nicht streben, er muss nicht nachdenken. Er geht direkt an die Quelle. Die Quelle sagt ihm, so machen. Die anderen, jeder versucht seinen Juhd, aber es gibt keine Spotlight, der ihm ein bisschen so, ne? Aber ein Prophet hat das direkt, weißt du, was ich meine? Er weiß genau, was Allah Ta'ala will, er fühlt genau, was Allah Ta'ala will. Versteht ihr jetzt, warum jetzt ein Prophet ist wertvoller? Weil er hat Haqq 100%. Und egal wie die Auliya machen, das ist ihre Sterheit, aber die kommen, manche kommen zu Haqq und manche driften. Ne? Wir glauben an die über sie überlieferten Karamat, die von den Vertrauenswürdigen der Überlieferer überliefert worden sind. Na, hab dieser Begriff, heißt das Tahawi, unterstützt Manhaj von Ahlul Hadith, weil er erwähnt jetzt gerade, der Sanad muss sahih sein. Ja? Das ist der Weg von Ahlul Din. Das ist bevor Bukhari. Das ist bevor Bukhari. Tahawi ist vor Bukhari. Oder? Stimmt, ja. Bukhari war 200 nach Imam Ahmad. Da war nach Imam Ahmad. Bukhari kam ja ein bisschen später. Ja, entweder in seiner Zeit oder danach, weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, das ist vor Bukhari. Was ich damit sagen möchte, dass wenn wir heute sagen, wir nehmen nur Hadith Sahih, die Leute kritisieren uns. Aber das ist doch der Weg von Imam Tahawi und die Salaf al-Salih. Dass der Sanad ist das Wichtigste an das, was wir sagen. Ist egal, was du sagst, Hauptsache, was ist das für Sanad erstmal, bevor ich überhaupt das annehme? Oder? Und leider hat die Umma das natürlich vernachlässigt und fängt die Umma an, alle Hadithe so, was Hadith und nicht Hadith mitzunehmen, rein mit in den zu anzubringen und so sieht es nachher so schlecht aus. Du kannst ja nicht so viel Make-up, blau, grün, sehr gelbe und dann lachst du, wenn die Leute, oder bist du sauer, wenn die Leute dich auslachen. Du bist so ein Clown aus. Ein Bart hier. So. Versteht ihr, was ich meine? Ja, mach doch nicht hier so einen Schrott und dann komm dann und sag, ja, das sind mir die Leute oder so. Du bist so selber schon. Ja. Er ist 321 gestorben, hat das aber nach. Nach Bukhari. Aber auf jeden Fall, das ist der Weg von Ahlul Hadith. Yani, wenn du Rahimullah sowas erzählt, dann ist es letztendlich in dieser Zeit, vergisst nicht, gab die Schule von Logik, die Mu'tazila, gab die Schule der Khawarij, gab die Schule der Sufismus, gab die Schule, es gab so viele Wege, wo die Muslimin dann abgeschweift sind. Ne? Und dann erinnert er nochmal und sagt, ja, pass mal auf, Leute, Kalam ist mit Sanad. Diese Kalam hat Hasan Basri gesagt, hat Malik vorher gesagt und die Sahabe selber, wenn ein gekommen ist, dann haben die immer sich vergewissert. Also Umar al-Khattab kommt einer zu ihm und sagt so und so und so und sagt, wer hat dir das gesagt? Gib mir mal eine Burhan, ein Dalil für sowas. Rasulullah sallam sagt, ein Dalil oder du wirst gepeitscht. Verstehst du? Kein einfach so, wie die Leute heute irgendwie hier senden. Er weiß gar nicht, was er macht. Für jedes Begriff, für jedes Bild, für jede Sache, was du schickst, wird. So. Wir glauben an die Vorzeichen der Stunde, ja. Der Austritt des Dajjal, ja. Das Herabkommen Jesu, dem Sohn der Maria, der Friede sei mit ihm vom Himmel. Wir glauben an den Sonnenaufgang aus dem Westen. Ja. Und dem Austritt des Tieres aus der Erde, aus der entsprechenden Stelle. Wir glauben keinem Wahrsager noch Astrologen und auch keinem, der etwas behauptet, dass dem Buch des Hat mir der Unterschied zwischen Wahrsager und Astrologen erklärt? Ich glaube nicht. Warum nicht? Okay. Astrologen oder Leute, die im Dings gucken, das sind Leute, die mit Djinn arbeiten, mit Geistwesen arbeiten. Die anderen, die Vorsager, sind eigentlich Leute, die nicht mit Djinn arbeiten, sondern arbeiten mit so Elemente. Was heißt Elemente? Dass die gucken dich an, die hören dich genau hin, die versuchen Hints da aus deinem Gespräch charaktermäßig zu rausholen und dementsprechend dann fangen sie an, dann mit dir so eine Voraussage zu machen, dass wo du hingehst. Das sind absolute intelligente Leute, ne, und die können rechnen.
Die können Situationen, wenn du erzählst, dann können sie sich vorstellen und rechnen, wo alle Gefahren kommen oder eventuell, und du als Charakter, was du machen würdest, so rein richtig intelligent. Ne? Auch Gefahr? Auch Gefahr, ja, natürlich gibt es ja unter denen auch. Ja? Für diese Leute gehen wir nicht, beide gehen wir nicht. Weil viele Leute gehen zu manche Leute, sagen, denen sie, ich muss immer Charakter lesen, damit ich dann auch weiß, wie ich da funktioniere und so. Also das ist nicht. Außer wenn jemanden. Medizinisch denn, wenn man jemand krank ist oder wirklich jetzt seine Identität nicht findet oder, versteht ihr, was ich meine? Also all diese Klauseln gehen unter medizinische Ausnahmen. Aber jetzt in ganz normalen Formen, du bist nicht so jemand, sondern sag mir, denkst du, wenn ich das und das mache, was denkst du, was dabei rauskommt? Und dann glaubst du ihnen, was ich meine, das machen wir nicht. Versteht ihr, damit das nicht so krass die Fragen gleich noch. Schreib die Frage, damit du es nicht vergisst. Wir glauben keinem Wahrsager noch Astrologen und auch keinem, der etwas behauptet, das dem Buch der Sunna und der Übereinkunft der Gemeinschaft widerspricht. Nein. Wir glauben, dass die Gemeinschaft richtig und treffend ist, die Spaltung eine Abschweifung und Qual. Allahs Religion der Erde und des Himmels ist dieselbe, nämlich der Islam. Allah der Erhabene sagt, wahrlich die Religion bei Allah ist der Islam, Baqara 19. Der Erhabene sagt auch, und ich habe euch den Islam zur Religion erwählt, Al-Ma'idah 3. Er, der Islam, ist zwischen dem Übertreiben und der Unzulänglichkeit. Zwischen dem Vergleichen, Tashbih, und Absprechen, Ta'qib. Zwischen der Prädestination und absoluten Freiheit. Zwischen der Sicherheit und der Verzweiflung. Dies ist nämlich unsere äußerliche und innerliche Religion, und unser Glaube. Und wir sagen uns von allen los, die dem, was wir erwähnt und erklärt haben, widersprechen. Wir bitten Allah darum, uns im Iman zu festigen und dass er unser Leben mit ihm, dem Iman, beendet und uns schützt vor der verschiedenen Neigung und den unterschiedlichen Meinungen. Vor den verdorbenen Richtungen, wie die Mushabbiha, die Vergleichende, Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya, Al-Jabriya, Al-Qadariyya und andere, die von der Sunna und der Gemeinschaft abweichen und mit den irregehenden Bündnisse schließen. Wir sagen uns von ihnen los und wir betrachten sie als Irregegangene, verdorben, und Allah verleiht Schutz und Erfolg. Ja. Einheit. Die Sunna immer wieder, Al-Sunna al-Hadith sprechen immer wieder über Einheit, 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 Einheit. Hauptgebot, absolute Gebot. Der absolute Gebot, dass die Umma sich zusammenkommt. Was vereinigt die Umma? Kitab und Sunna. Mit Verstand von sehr viel Umma. Ich finde gar keine. Die Jama'a. Ich finde keine Jama'a mit Amir, mit das, mit jenes. Guck Leute, die nach der Sunna wie du suchen und halte dich dran. Wie was? Wie wir gesagt haben, wie wir sagen, wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil-ghadaa'i wal-'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbuhu 'an dhikrina wattaba'a hawaahu wa kana mufrita. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt dem Propheten, gedulde dich mit die Leute, die deren Herrn Tag und Nacht anbieten, und halte dich da auf und lass deine Augen nicht durch Dunya abschweifen und folge nicht die Leute, die deren Nafs. Wo ist Nafs hier? Wenn Dien sagt, die Richtigkeit ist so, und du kommst und deformierst die Richtigkeit und dein Nafs nach vorne schiebst, vor der Regel, und dein Nafs als die Entscheidende über die Situation stellst, du entscheidest, was soll ist, was oder wann oder wie. Lieber, das ist absolute Verfolgung von Nafs. Absolut. Weil du hast die Regel über... Ja? Über... Es ist nicht...
Es ist nicht so, dass es ist so gemeint, auch in individuelle Fälle. Wenn Allah Ta'ala sein Befehl zu dir kommt, was passiert? Entweder Nafs kommt mit oder Nafs was? Macht den Streich. Allah Ta'ala sagt was? Folge die Nafs nicht. Folge sie nicht. Guck, wenn Haqq kommt, folge den Haqq. Wieso? Weil wenn du Nafs, وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, wenn du dein Nafs folgst, es wird wie eine Perlkette, die aus dem Seil rausgeht, in eine Halle. Ja, wie findest du das? So ist es der Gang mit Nafs. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Zulm ist relativ. Ist relativ. Denn werden die Umma so wie diese Perlkette, boom, jeder geht in seine Richtung. Absolut Katastrophe. Ja? Und die Jama'a ist dann die Leute, die nach Haqq suchen. Nach Sunna suchen. Das sind Ahlul Haqq, Ahlul Hadith, Ahlul Haqq. Das sind die Jama'a, die ich im Ruhm gerade drauf habe. Nicht von wegen, dass wir Amir machen und was wir. Nee. Das ist die Jama'a, die dieselbe Weg geht, wie die Salaf al-Salih gegangen sind. Was Wissen angeht und was Benehmen angeht. Das ist die Rettung. Mit solchen Leuten soll ich mich dann aufhalten. Und das ist die Jama'a. Aber ich finde keine, bist du der Jama'a. Und wenn du alleine bist. Dieses Kalam von Mubarak war das? Ibn Mas'ud. Antal Jama'a, du kuntu wahdak. Ja? Ja'ni was? Ja'ni halte dich du dran. Sag mir nicht, die anderen halten sich nicht dran. Der Bruder hält dich nicht dran, halte du dich dran. Wenn eine zieht, nur eine nachlässt, dann geht es weiter. Aber wenn die beide ziehen, dann weiß das. Also automatisch. Ja? Es war auch eine wichtige Sache. Und jetzt hat der Imam, rahimahullah, genau, der Position Ahl-Sunnah. Sehr, sehr wichtig, Leute, dass du verstehst. Deine Waage steht auf Null. Du bist genau mittig. Nicht wie die Khawarij in die Extreme gehen und die Leute Kuffar machen, aber nicht wie die Murji'a, die alle als Muslimin sehen, egal was sie machen oder egal was Kuffar machen, auch Muslimin. Du kannst nicht raus. Findest du Ahl-Sunnah damit? In Tashbih und Tamsil und Tajsid und die Leute machen Allah Ta'ala zu einer Statue. Mujassim. Die anderen machen Allah Ta'ala als nichts, als das Nichts. Ja? Alle Sünden sind genau dazwischen. Allah Ta'ala sagt, Hayy, Qayyum, Mu'istawi ala Arshihi, Yaf'alu ma yurid, Yaghdab. Nimm mit. Wir bestätigen das vom Ma'na her und Kaif wissen wir nicht. Und so weiter. Und überall, wenn du immer läufst hinter die Sunna, findest du, die Sunna ist genau die Mitte. Genau die Mitte. Die Masa'a von Qadr. Die einen sind gegangen, dass sie gesagt haben, das ist alles Zwang. Die anderen sind gegangen, dass es gibt gar keine, das ist einfach nur eine Reaktion. Alle Sunna sagen, nein. Die Asbab hat Allah Ta'ala erschaffen. Und die A'mal tun die Geschöpfe, wie wir vorhin erklärt haben. Er hat immer die Mitte. Ja, das ist immer der Kalam von. Und natürlich hat dann, rahimahullah, dann natürlich die über diese Firaq dann in den nächsten Scharh, inshallah. Allah hat uns Leben geben und Ilm und Zeit und Gesund, inshallah. Wir werden dann im Scharh dann über diese Leute dann sprechen. Wir öffnen dann die Akte von Jahmiyyah. Wir öffnen die Akte von Qadariyyah, von Jabriyyah, von Rawafid, von Khawarij. Und wir gehen dann deren Adilla nach und gucken, was Ahl Sunnah dann auch gesagt haben. Inshallah, so ein bisschen ausführlicher, analytischer, inshallah, in dem nächsten Scharh von nächster Aqidah. Und hiermit fragen wir sagen uns für los und so. Und wir sagen genau, möge Allah Ta'ala uns Schutz verleihen und Erfolg. Und das, was wir gehört haben in unserem Leben, ja.
akzeptieren von uns und segnen, dass viele Muslime inshallah von dieser Scharh inshallah auch dann profitieren. Von Rahmatullah ibn Tahawi und Sheikhna Sheikh Abdul Baz Rahmatullah. Und alles, was ich richtig gesagt habe von Allah Ta'ala, und alles, was ich falsch gemacht habe oder falsch gesagt habe, ist von mir mein Shaitan. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala und sein Prophet davon ist losgesprochen, mir Allah Ta'ala uns Ikhlas geben und das unser Tat von uns annehmen. Allahu a'lam wa a'lam wa azza wa jalla wa akram. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, ja, gekillt, man. Wir haben dich gekillt. Ja, Alhamdulillah. Nächste. Was ist das, wenn ich alles fragen darf? Ja, morgen oder ab. Ja, ich bin fit, alles gut. Aufnahme beendet. Ja, daher schneidet, wenn irgendwas Sachen drin ist. Ich bin live, oder? Bin ich jetzt noch live? Ja, dann machen wir weiter. Was wollen wir jetzt reden über was, nächste Woche? Ja, meine ich ja, das muss live, damit die Leute auch können. Wann machen wir Fragen? Ja, ja, Fragen dazu hat man. Ja. So, zäh, so schnell, damit wir das dann auch abrunden. So wird will ich nicht anhalten, ne? Ich will nicht anhalten. Seine Neugier killt ihn. Erste Frage war ein Riesenthema. Du hattest darüber gesprochen, dass auch in Darul Kufr dieselbe Loyalität zum Amir ist wie in einem muslimischen Land. Loyalität des Lebens, nicht Loyalität des Dienstes. Mhm. Ich kann nicht mit einem Kafir loyal sein in seiner Aqid. Geht nicht. Aber ich kann mit einem Kafir loyal sein in der Ausführung, wo wir leben, solange seine Aqid nicht durchkommt. Also dass er sagt beispielsweise, komm, lass uns mal ein Bedell aufmachen. Das machst du alleine, das mach ich nicht mit. Zu allein. Versteht? Hier gibt es keine Loyalität. Aber jetzt, wenn irgendeiner jetzt dieses Land angreift, wir sind alle verpflichtet, das Land zu verteidigen. Alle. Muslim wie Kafir. Ja? Weil, wie vorhin gesagt, die gewähren uns Schutz. Und das ist klar. Warum wenn ich das überspreche? Ne? Dementsprechend, das ist das Recht. So ist Loyalität, was gemeint ist. Diese Dankbarkeit zu meinem Nachbar, auch wenn er Kafir ist, solange keine Schirk und der Haq auch da ist und so weiter. Und so ist das ja hier. Solange nicht Schirk oder Haram von einem gefordert werden, heißt in jedem Gesetz, was zum Beispiel jedes Gesetz hier in Deutschland... Das wird jetzt individuell dann geguckt, so wird. Das wird nachher individuell dann geguckt, weil Gesetze sind viel. Okay. Und nachher guckt man jedes Mal, wenn was Neues kommt, dann holt man die Skala raus und guckt. Und wenn es geht, dann geht. Wenn es geht, geht nicht. Okay. War der Punkt, ne? Also jetzt ist rund. Ja. Okay. Nächste. Ist ein Beduine zum Beispiel, der nur einmal den Propheten gesehen hat und ihn was gefragt hat, gilt er auch als Sahabi? Definitiv. Sahabi ist, das werden wir inshallah Mustalah lernen. Sahabi ist jeder, der bewusst der Prophet oder die Reife war, Prophet gesehen hat und ihn geglaubt hat. Das heißt, auch so ein Beduine ist zum auch Beispiel. Auch selbst wenn er Murtad und wieder zurück zu Islam, wäre das passiert ja bei einem oder Sahabi. Ne? Trotz alledem. Ja. Ist selbst so ein Beduine, dass er, weil er dadurch Sahabi geworden ist, besser als zum Beispiel Imam Ahmed? Ja, natürlich, natürlich. Guck, nicht besser jetzt als Imam Ahmed. Es geht erstmal um diesen kollektiven Blick. Sahaba allgemein sind definitiv besser als jeder, nach dem gekommen ist. Ja? Es gibt aber Individuellen, wie Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed, es gibt ja so Individuum, so Zuhri, Bukhari, es gibt ja heute, ne? Was ist denn mit dir? Definitiv ist es gibt fast kein Sahabi, der Bukhari ist. Das ist so definitiv. Jetzt vom Schreiben, von außen und so weiter. Aber ist er denn besser als Sahabi? Nee. Seine Taten sind vielleicht besser als die Taten von der einen. Aber du spielst in anderer Liga als er. Yani egal wie top du bist in Championship, du bist immer noch nicht in Premier League. Hm. Du kannst alles machen, ausgeben, alle Felder auf der Welt. Aber du bist trotzdem in anderer Liga. Und er macht nichts oder wenig, aber er ist ein anderer Stuhl. Verstehst du? Es ist definitiv so, du wirst Spieler finden, die in der zweiten Liga besser als manche Spieler, die in der ersten Liga. 100%. Aber letzten Endes, die haben immer noch nicht dieses Niveau erreicht, dass die in der ersten Liga spielen.
Und das ist ja der Unterschied. Weil von Amal her, es kann sein, dass wir mit mehr Amal kommen. Der Hadith sagt, eure Amal ist wie 50 von, sagt ein Sahaba von denen oder von uns, sagt 15 von euch. Am Ende der Zeit, die Leute, die kommen, ihre Amal werden, eine von denen besser als 50 Mal von euch und eine vorher 70 Mal von euch. Aber das ist Amal-mäßig. Aber das bleibt trotzdem in der Liga, in der zweiten Liga. Verstehst du? Die Bewertung später in Jannah, es kann sein, dass du dann von Bewertung her, weil du so gut warst, dann eben diese Stufe in Akhira übersteigst. Und kommst du dann mit Rasulullah sallam und die Sahaba zusammen in eine Stufe. Das hat mit Nia und Taten zu tun. Ja? Noch eine? Ja. Okay. Der Begriff. Ich schlage dich gleich. Ja. Der Begriff heilig. Ja. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt genannt wurde. Ich glaube, in Bezug auf Mahat al-Mu'minin. Ja. Kann sein. Wie sollte man damit umgehen? Weil manchmal auch noch Muslime zum Beispiel sagen, so uns. Die Frauen der Muslimen sind für uns heilig, also dieser Begriff. Es geht um die Heiligtum von Ummat al-Mu'minin. Das ist eine klare Sache, radiallahu anhu. Und es geht darum, dass man sie nicht so behandelt, so wie normale Frauen. Das sind unsere Mütter. Absolut. Ist verboten, sie zu heiraten. Ist, yani, wenn wir da gelebt hätten, ist verboten zu heiraten. Ist verboten, sie zu sehen. Ist verboten, sie zu beschimpfen. Ist verboten, sie, was weiß ich. Das ist verboten. Guck, alles was in Zeit von Rasulullah sallam war, was du nicht gesagt hättest über ihn, über seine Frau, über seine Sahaba in seiner Anwesenheit, dann lass es dann auch. Das, was du sagst, stell dir vor, das Prophet sitzt. Willst du das sagen? Dann sag. Aber Dalil oder wirst gepeitscht? Willst du das nicht sagen, dann lass es. Wir wissen, dass Rasulullah sehr zornig war, als seine Sahaba angesauert werden oder untereinander. Also, Ashabi, Ashabi. Meine Gefährten, meine Gefährten. Ja? Okay, oder was sitzt nicht? Wichtig war eher, dass zum Beispiel, wenn Muslime jetzt das Wort heilig benutzen, wie zum Beispiel jemand hat Rira für die Frauen der Muslime und sagt, also. Ja, aber das ist ein anderer Heiligtum. Du redest nicht von Ummat al-Mu'minin, du redest von allgemein die Muslime. Genau. Ja, aber das ist Heiligtum. Natürlich, unsere Frauen sind unsere Ehre, unsere Würde, unser Fleisch. Natürlich, es gibt genug zu schützen und zu lieben und zu gut behandeln und so. Also so streng ist dieser Begriff. Schlagen ist nicht. Ja? Ja, nicht schlagen. Ja, verstehst du? Nein, ist natürlich so, dass unsere Frauen für uns ein Heiligtum ist, doch definitiv. Das ist ja auch. Das ist ja auch unsere Ehre und unser Geheim. Was du mit deiner Frau machst, was deine Mutter nicht, dein Vater nicht, was gar keine. Alles, was unter dir und deine Frau abgeht, das ist absolute Irrtum. Ehrenhaft oder Irrtum. Ja? Und wie Rasulullah sallam gesagt hat, Rasulullah sagte, es ist eine große Sünde, dass ein Mann mit seiner Frau schläft und am nächsten Tag sitzt mit deinem Bruder oder seine und sagt ihm gestern und so und so. Eine Stunde geht nicht. Da kann Blut fließen. Wenn jemand Kosf macht, jemand was beschuldigt an meine Frau oder meine Tochter oder und ohne Beweis, der Islam sieht, dass er gepeitscht wird. Und wenn er jemand, der Gerüchte durch die Gegend der Islam sieht, dass er auch geköpft wird, so weit kann es kommen. Über den Hadd. Der Hadd ist nur Peitsch. Aber es kann über den Hand gehen, weil der Gefahr ist viel zu groß geworden, man kriegt ihn nicht raus. Und der macht Fitne unter die damit gekoppelt. Oder aus dem Land verwiesen. Und so weiter. Ja. Und das muss jetzt nach Hause mit dir. Ja, muss gebeten. Ja, muss dann bitte. Habt ihr Rudu? Ich habe eine kurze Frage. Alex, ja. Du hast ist es okay jetzt bei dir? So ja. Du hast vorhin gesagt, bei Astrologen und Wahrsagen. Astrologen sind die mit Djinn arbeiten und genau. Wahrsagen sind die mit so Deuten. Mit Farasa, wie sagen wir Farasa?
mit Profiling, Profiling, Kenntnisse, so diese FBI, Profiler. Aber sie sind gut, sind echt gut. Und zwar Unterricht hast du ja mit über die Vase geredet und da meinst du, das sind die, die mit drin arbeiten und der Gin geht dann hoch zu hören. Ja, das war weil einfach, als wir gesprochen haben, weil ich die andere Begriff noch... Meinst du dann genau, ja, genau. Das, der Begriff kam ja nicht in dieser Zeit, wo wir gesprochen haben, aber ich wusste, das kommt sowieso jetzt noch in dem Buch und dann werdet ihr den Unterschied dann genauso verstehen. Die arabischen Begriffe, welcher ist Kahin? Kahin ist jemand, der... Nee. Kahin ist jemand, der mit sagen wir schnell, Kahin ist jemand mit Djinn, mit Geisterwesen arbeitet. Und Arraf ist jemand, der diese Kenntnisse, Arraf und Ya'al Ma'rifa, der diese Sache so. Okay. Wie sagen wir, mutmaßt oder an, so was. Deutet. Aber es glaub mir, es gibt Profiler, die wirklich auf dem Punkt sind. Also richtig heftig auf dem Punkt sind. Was war die Frage? Das heißt, man kann haben gute Leute, echt, der gute Leute. Ja, definitiv. Das ist wirklich so. Solche Leute, die sich so ausgeben, als würden die das Verborgene kennen, machen sie ja eigentlich damit, aber wie sie profilen, das können noch, also das ist nicht zwingend notwendig, dass jemand dadurch kaffeln wird. Merkst du den Unterschied? Bei Arraf ist es so, du gehst zu ihnen und fragst ihnen nach einer Sache, die im Reich, in Reichweite ist, in Nähe ist, die eventuell kommt jetzt oder du vorhast. Oder. Aber Kahin ist jemand, der dir sagt, dass in der Zukunft wird das passieren und das passieren und das dir das passieren und dir das passieren. Und verstehst du den Unterschied? Ja. Der redet von weit weg. Der Arraf redet von jetzige Situation. Du gehst ja dahin, du weißt nicht, was machen soll. Und er sagt, ich mach das so oder mach das so oder mach das so oder mach das so. Das ist seine Arbeit. Aber oder wer hat eventuell das gesagt oder wer hat eventuell das gemacht oder was denkst du, wer und so weiter und so fort. Er ist ja verborgen, du willst das ja wissen, erfahren. Dann erzählst du ihm, er wird so ein bisschen die Elemente mixen zusammen und er versucht da irgendwas draus. Der Astrologe, der sagt dir in der Zukunft, nicht in der Nähe, der sagt dir jetzt in 10 Jahren, es war passiert so und passiert dieser so. Ist der Unterschied. Bruder heißt so. Bruder heißt was? Heißt Kahin. So, das hat einen Namen. Ja, Sünde, man kann nicht mit Kahin zu Allah Ta'ala hingehen, das geht nicht. Er muss den Namen ändern. Fertig die Fragen? Also ich habe geguckt zu der Übersetzung. Buch ist durch. Der Sheikh Nel hat das Arraf mit Astrologen übersetzt. Und Kahin anders? Kahin mit Wahrsager. Meinetwegen kann sein. Also es ist nicht jetzt. Wir wissen, dass es zwei Dimensionen gibt. Eine Nahdimension und eine Zukunftsdimension. Ja. Wer mit Djinn arbeitet, holt die Zukunft. Angeblich. Und wer mit Kopf arbeitet und Element arbeitet und Logik arbeitet, redet von Nähe, Nähe Zukunft. Was? Und wenn Sheikh Nahir das gesagt hat, dann ist das so. Ich meine nur, weil er das übersetzt. Das ist gut, alles gut. Wie er das gesagt hat, dann ist das auch so. Ich vielleicht mich verwechselt habe. Also, ich hatte der Bart, hatte Power gegeben. Richtig, ne? Hast du gesehen? Das Buch. Ich habe gedacht jetzt, yes. Ich werde dir jetzt mein Bart rot machen, du Buch, und ich kill dich heute. Alhamdulillah, ich habe ihn besiegt. Natürlich, Leute, das ist nicht diese Scharh, wo man jetzt wirklich sagt, ich kenne mich mit Aqida aus. Ihr kennt euch jetzt mit Grundlagen der Aqida. Ja? Aber diese Grundlagen muss vertieft jetzt werden. Und das inshallah die nächste Schock, inshallah, wenn wir Aqida wieder dran haben. Wallahu a'lam wa'alam wa'azza wa jalla wa akram wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam 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 wa sall